Willkommen zum Livestream der Pillenkick-Recherche. Wir wollen jetzt mal starten mit euch zusammen und haben auch schon mehrere Gäste, die dazugeschaltet sind. Und wir freuen uns jetzt, ein bisschen Zeit zu haben, über die Pillenkick-Recherche mit euch sprechen zu können. Und ich wollte euch erstmal im Namen von Korrektiv und der ARD-Doping-Redaktion begrüßen. Wir sind diejenigen, die die Pillenkick-Recherche am Dienstag veröffentlicht haben. Ihr findet alle Ergebnisse, falls jemand noch nicht reingeschaut hat, auf pillenkick.de und natürlich auch in der TV-Dokumentation, die es auf YouTube auch gibt und auf der Seite sich auch findet, hau rein die Pille. Das für alle, die noch nicht reingeschaut haben. Noch zwei Sätze ganz kurz zu Beginn, bevor wir die Runde vorstellen. Vielen Dank an alle Hinweisgeber, die sich die letzten Tage gemeldet haben. Das wollte ich direkt zu Beginn loswerden, weil wir kriegen sehr, sehr viele Nachrichten und freuen uns auch, wenn wir weitere Nachrichten kriegen. Das könnt ihr auch über die pillenkick.de-Seite machen, uns kontaktieren. Wenn ihr irgendwelche Hinweise habt zum Thema Medikamentenmissbrauch, Doping, bitte schreibt uns an. Wir schauen uns alles an und wir beantworten auch jede Nachricht. Noch eine zweite Sache zu Beginn. Korrektiv selbst finanziert sich über Spenden. Also solche Veranstaltungen, solche Recherchen, die gingen ja ein Jahr lang, sind nur möglich, wenn uns viele Menschen unterstützen. Wenn ihr Lust habt, das mitzufinanzieren, dann könnt ihr einfach auf unsere Webseite gehen und euch da mit einer Spende beteiligen. So, das war auch der Werbeblock. Jetzt wollen wir ins Inhaltliche reingehen. Und ich stelle mal die Runde vor, die wir haben. Es fehlt noch Edgar Schmidt zu Beginn. Ja, der schaltet sich gleich noch zu. Da gibt es noch ein, zwei technische Probleme. Die kriegen wir aber gleich geklärt. Kein Problem. Den stelle ich jetzt quasi nur indirekt vor. Der wird sich gleich aus Aalen zuschalten. Ehemaliger Profi, bis 98 hat er gespielt und war danach auch noch in den 2000er Jahren als Trainer aktiv und hat heute so eher die Perspektive als Psychologiestudent, der tatsächlich ist, und Sportökonom. Aber dazu reden wir gleich mehr. Jetzt aber zu den Gästen, die man schon sieht. Jonas Hummels ist dabei, zugeschaltet aus München. Ehemaliger Drittliga-Profi, der aber auch heute noch eng mit dem Fußball verbunden ist über verschiedene Wege. Und zuletzt habt ihr ihn auch in der Sendung der TV-Doku gesehen und bei uns, weil sich ja dort auch hast dich über deinen Schmerzmittelmissbrauch und deine Erfahrung im Fußball geäußert. Hallo. Servus, hi. So, dann ist Gerrit Schülke dabei, freue ich mich auch sehr drüber, zugeschaltet aus Sande an der Nordseeküste, 33 Jahre, Amateurfußballer er kann uns aus erster Hand berichten, wie Schmerzmittel im Amateurfußball verbreitet sind, wie weit es gehen kann, darüber wollen wir auch gleich sprechen. Und dann möchte ich natürlich noch unsere beiden Co-Moderatoren begrüßen, sie gehören auch zum Rechercheteam von Korrektiv und ARD-Doping-Redaktion. Wir und noch weitere Leute haben sozusagen das letzte Jahr mit ganz vielen Fußballerinnen und Fußballern gesprochen. Einerseits Arne Steinberg von Korrektiv und Wiegbert Löhr, der gerade in Bad Gandersheim in einem Restaurant sitzt, bei Autobahnraststätte von der ARD-Doping-Redaktion. Jetzt mal Hallo an euch alle in der Runde. Hallo. Moin, hallo. Mein Name ist Jonathan Sachse, ich bin auch Reporter bei Korrektiv. So, ganz kurz zu dem Format hier, bevor wir inhaltlich einsteigen. Wir schauen die ganze Zeit rein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt bei YouTube, Facebook, schreibt ihr einfach rein. Wir haben das im Blick und versuchen das dann auch immer möglichst zeitnah. Wir schauen mal, ob wir alle Fragen beantworten können, aber eure Fragen hier mit reinzubringen. Ich würde vorschlagen, dass wir mit Jonas Hummels mal starten. Bis Edgar Schmidt dann hoffentlich sich auch gleich noch dazuschaltet. Wir können ja einfach mal ins Gespräch reinkommen. Jonas Hummels, also bei Ihnen, Sie haben sich ja erstmal entschieden, vor der Kamera schon vorher sich zum Thema zu äußern. Die Geschichte, glaube ich, müssen wir an der Stelle jetzt nicht nochmal wiederholen, aber nochmal die Frage, Wie ist jetzt so Ihr Blick, so zwei Tage nach der Veröffentlichung? Sie haben immer noch, glaube ich, einen ganz guten Einblick in die Branche und mit Akteuren in dieser Branche Kontakt. Wie wurde die Veröffentlichung aufgenommen? Also grundsätzlich gab es ein ziemlich großes Rauschen erstmal, würde ich sagen. Also so ganz viele Leute haben mich angeschrieben, sowohl aus der Branche als auch Freunde, die irgendwie gar nicht gefühlt im Sport sind oder vielleicht eher einen medizinischen Hintergrund haben. Fanden das sehr, sehr interessant. F-
viele, viele waren sehr überrascht, gerade über den Konsum, sage ich jetzt mal, im Amateurfußball. Zum Profisport haben sie sich irgendwie so ein bisschen gedacht, waren dann trotzdem von der Tragweite sehr, sehr überrascht. Und was ich wirklich extrem fand und auch irgendwie interessant war, das Feedback so ein bisschen aus der Branche. Also das ist, ich bin da ja so nicht mehr komplett drin, dadurch, dass ich jetzt schon vor ein paar Jahren aufgehört habe zu spielen. Haben aber trotzdem viele Spieler geschrieben, auch irgendwie ein ehemaliger Trainer, irgendwelche Kollegen von jetzt. Und da war es schon so, das Feedback eher krass, war uns gar nicht so bewusst oder dachten wir, es ist vielleicht eher mal ein Ausnahmefall. Also es hat schon das eine oder andere oder das Erstaunen ist schon hervorgekommen. Was ist Ihnen am wichtigsten bei dem ganzen Thema Schmerzblutmissbrauch im Fußball? Also auch so ein Blick auf die eigene Karriere und vielleicht die Einstellung, die man damals hatte und die man jetzt mit ein bisschen Abstand hat. In welche Richtung geht das? Also das ist jetzt ein bisschen global und pauschal, aber ganz ehrlich finde ich, dass das Wichtigste ist, einfach für Aufklärung zu sorgen. Also auch wie ich würde mich als einen reflektierten Spieler, als jemand, der in so einer Fußballmannschaft eigentlich noch ein eher gescheiterer Typ ist, so ungefähr. Mir war das trotzdem gar nicht so krass bewusst. Ich dachte mir, ach komm, die eine oder andere Ibo, so wie ich es eben auch in der Doku schon gesagt habe, ist ja irgendwie nicht so dramatisch. Und wenn man aber von Anfang an damit beginnt und so ein bisschen aufklärt und sagt, hey, das ist eben nicht der Macho-Sport, der sein muss. Du musst nicht mit Schmerzen Fußball spielen. Du musst nicht dir Schmerzmittel reinhauen, um zu spielen, um dann irgendwie besser zu sein. Ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich in jungen Jahren, wenn ich mit 20, als es bei mir so ungefähr begonnen hat, konfrontiert werde damit und jemand sagt mir, hey, das ist einfach nur Quatsch, lass es einfach. Also klar, nach einer OP, das sind Entzündungshemmer, das ist okay, das zu nehmen. Aber so wie ich es dann irgendwann betrieben habe, ein paar Monate lang oder auch vielleicht ein bisschen länger, war das definitiv nicht hilfreich. Und wenn mir das jemand sagt, dem ich vertraue, zu dem ich aufschaue, Mediziner haben mir das mit Sicherheit gesagt, aber ja, das ist dann manchmal, ist dann der Trainer die wichtigere Person sozusagen im direkten Umfeld. Da sagst du, und der hat dann irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre Bundesliga gespielt und hat kein Spiel ohne Schmerzen bestritten. Da geht man halt dann anders damit um. Also ich würde wirklich ganz, ganz früh von Anfang an diese Bewusstseinsmachung ganz, ganz groß in den Vordergrund rücken. Auch die Leute, die Vorbilder sind, die vorangehen, Trainer, Kapitäne, vielleicht ehemalige Profis, das sind Leute, auf die du aufschaust, zu denen man aufschaut und die das ganz gut vormachen können. Also ich glaube, dieses Aufklärungsthema, das ist tatsächlich das Entscheidende, sowohl im Profibereich als auch eben im Amateurbereich. Denn da haben wir auch zeigen können in der Recherche, dass das eben auch dort passiert, dort, wo die Menschen kein oder nur wenig Geld mit dem Fußball verdienen. Es ist ja ein Hobby und dort ist auch dieser ganze medizinische Kosmos nicht so groß. Ja, da ist nicht so eine große medizinische Betreuung, aber trotzdem spielen die Menschen sehr, sehr gerne Fußball. Und wir hatten in der Doku und auch auf pillenkick.de dann auch zum Ziel, dass wir diese Geschichten erzählen von den Amateurfußballerinnen und Amateurfußballern, die mit Schmerzmittelmissbrauch ihren Körper schädigen. Und einen haben wir heute Abend auch dabei. Gerrit Schökel wurde eben schon vorgestellt. Er hat seine Geschichte dem Jeverschen Wochenblatt erzählt und das kam so, dass wir eben mit unseren Lokalpartnern, also mit Lokalzeitungen zusammengearbeitet haben, die das Recherchematerial von uns bekommen haben und dann vor Ort weiter recherchiert haben und weitere Fälle recherchiert haben, mit den Leuten ins Gespräch gekommen sind. Und da hat Gerrit Schökel eben, wie gesagt, seine Geschichte erzählt. Und ich würde ihn jetzt mal ganz kurz bitten, Herr Schökel, noch mal ganz kurz zu umreißen. Wie weit ist der Schmerzmittelmissbrauch bei Ihnen gegangen? Ja, also es ging eigentlich auch ganz, ja, wie es einfach losgeht. Ne? Man hat leichte Schmerzen, dann nimmst du was und irgendwann hat es dann echt geendet bei Vorbeugen. Man hat gar keine Schmerzen vielleicht, aber rein um das gute Gefühl zu haben, im Spiel könnte was passieren, bis hin dann sogar, dass man dienstags, donnerstags beim Training mit Schmerztabletten gespielt oder trainiert hat, was gar nicht relevant eigentlich erstmal dann war. Oder halt der Tag nach dem Spiel, wo du dann halt diese Muskelkater etc. oder so, das war dann genauso, wo du dann mit Schmerztabletten dann vorgebeugt hast. Und das ist dann irgendwann dann echt so weit gegangen, dass der Körper dir dann das Echo gegeben hat in Form von Blutspucken. Und wo ich dann zum Arzt gegangen bin und er gesagt hat, alles klar, das war jetzt wohl ein Signal und ja, seitdem kann man auch mit Schmerzen Fußball spielen. Also es waren dann Bänderrisse, zum Glück keine Kreuzbandrisse, so wie bei Jonas Hummels, aber Bänderrisse, da konnte man auf einmal nach 3 Tagen wieder spielen mit Schmerztabletten, aber was ja eigentlich auch nicht, eigentlich nicht so
Und wenn ich sage, so wie es in der Mannschaft oder so, es war nachher eine Gruppendynamik, die entsteht. Wir im Amateurbereich sehen es eigentlich eher anders. Wir waren nicht so sehr erschrocken, wie der Missbrauch im Amateurbereich ist. Wir waren eher sehr, sehr viel mehr erschrocken, wie der Missbrauch dann im Profifußball eher ist. Also so spreche ich jetzt für mich. Wenn ich dann aus der ARD-Dokumentation daraus ziehe, 7 Spieler, glaube ich, der WM 2006-Mannschaft beim Spiel gegen Schweden. Und das war schon heftig. Also man muss natürlich dann auch unterscheiden. Ne? Also grundsätzlich ist ja die Definition, und das ist auch eine Frage, die jetzt häufiger gekommen ist in den Kommentaren auf den diversen Kanälen, was ist normaler Schmerzmittelgebrauch und wo fängt der Missbrauch an? Also das muss man ganz klar voneinander abtrennen, denn der Missbrauch beginnt ja eben dann, das was Gerrit Schüle gerade schon geschildert hat, wenn man Schmerztabletten vorbeugend einnimmt, ja, was natürlich medizinisch absolut gar keinen Sinn ergibt. Denn auch bei Jonas Hummels ist es eben schon angeklungen, bei einer OP oder nach einer OP, dann ist es auch sinnvoll, ja, wenn man wieder anfängt, langsam zu trainieren, mit Schmerzmitteln zu arbeiten. Also wir wollen jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, als würden wir Schmerzmittel komplett verteufeln wollen. Ja, aber es ist eben dann ein schmaler Grat zwischen, was ist noch medizinisch vertretbar und was ist eben dann gefährlich für den Körper. Was war denn diese Anekdote mit dem Blutspucken, Herr Schökel? Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Gerne. Also es war... Es musste echt, glaube ich, 3,5 bis 4 Jahre her sein. Und also wir haben immer nach Heimspielen, dass wir dann immer alle zusammen essen gehen als Mannschaft. Ja, schlecht geworden beim Essen, natürlich auch einen Radler dann dazu getrunken. Und dann hat der Körper einmal Achterbahn gefahren und dann habe ich es auch noch bis zur Toilette. Und dann nächsten Tag gleich, also dann gehen dir auch die wildesten Gedanken erstmal durch den Kopf. Vom schlechten Essen bis hin zu, kann ja alles bei Blutspucken dann sein. Und wo dann auch echt dann so diese Übernahme über die, Monate, Jahre sogar an Schmerzmittelmissbrauch meinen Magen angegriffen hat. Ne? Und wo du dann echt auf Magenprobleme hattest, Magenwand und genau. Und wie ist es jetzt bei Ihnen? Nehmen Sie noch Schmerzmittel? Also ich würde lügen, wenn ich jetzt Nein sage, aber halt in ganz anderer Menge. Also gar nicht mehr. Also ich habe mir geschworen, nie wieder zum Training, weil wenn ich Schmerzen habe, dann trainiere ich einfach nicht. Das ist halt einfach so. Und wenn ich in der 80. Minute nicht mehr laufen kann, dann muss ich eben runtergehen. Dann ist das einfach so. Und früher hast du dann einfach in der 70. Minute nochmal kurz nachgeschmissen, weil im Amateurbereich ist es ja nun mal anders. Da kannst du nochmal kurz an die Seitenlinie gehen und dir nochmal eine Tablette zustecken lassen. Aber die Zeiten sind echt vorbei. Also für mich persönlich. Es kommt, ich nehme jetzt mal direkt eine Frage auf, die ganz, ganz gut dazu passt, die von YouTube jetzt kommt. Das ist so die Vergleichsfrage. Ist ja immer schwierig zu vergleichen, ja. Profi-Amateur-Fußball mit der Frage, ob es nicht noch viel krasser am Amateursport ist. Auch aus medizinischer Perspektive. Man hat nicht die Betreuung, ja, einerseits nicht die Betreuung vor Ort, nicht die regelmäßigen Tests. Man kommt auch viel schwieriger an Termine. Also was hier gerade kommentiert wird, ist sozusagen, ich warte viel länger auf MRT-Termine. Ein Profi hat am nächsten Tag schon Klarheit. Jonas Hummels, ich erinnere mich da an einen Satz vor diesem DFB-Pokalspiel damals, was sozusagen auch in der Dokumentation thematisiert wird, wo sie sich entschieden haben, unter örtlicher Betäubung zumindest im Kader sein zu können. Da haben sie gesagt, dass sie vor dem Spiel schon abgeklärt haben, dass sie am nächsten Tag auch direkt beim Doc sein können. Können Sie das nochmal erklären? Ja, also das DFB-Pokalspiel war ein Achtelfinale gegen Leverkusen eben. Wir waren mit Haching im Achtelfinale, was unendlich gut war. Und ich hatte die letzten 1,5 Jahre, 2 Jahre davor eben relativ krasse Probleme mit meinem rechten Knie. Ich hatte da einen Kreuzbandriss oder das linke, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Knie es war. Ist egal. Und das hat sich in den 2 Monaten davor wirklich zugespitzt. Also das war teilweise so, ich habe ein Training gemacht, das war ein bisschen härter, das ging dann irgendwie 1,5 Stunden, 2 Stunden und am nächsten Tag war mein Knie dick. Und das hat sich wirklich so aufkumuliert und dann hatte ich aber immer dieses Ziel, bei diesem Spiel dabei zu sein, weil das auch für mich natürlich irgendwo das größte Spiel so war, gegen Bayer Leverkusen zu spielen. Und hatte ein paar Wochen vorher oder ein paar Tage, das geht dann natürlich bei einem Profifußballer anders, einen MRT-Termin ausgemacht, weil ich wusste, hey, ich kann Schmerzen ja ganz gut unterscheiden, ist das jetzt gerade irgendwie, habe ich einen Schlag bekommen oder ist das was Temporäres, aber das war so, so hartnäckig, dass ich eben wusste, okay, ich werde dieses Spiel machen und am nächsten Tag habe ich diesen Kernspintermin, der war auch, glaube ich, um 7 Uhr in der Früh, direkt am Anfang, weil ich wusste, dass was
quasi nicht stimmt, weil ich wusste, dass was Schwerwiegenderes kaputt ist. Und ich wollte aber dieses Spiel eben mitmachen. Und ich konnte aber keine 2, 3 Tage am Stück trainieren in den Wochen davor. Also das war eigentlich eh schon utopisch, aber ich wollte unbedingt dabei sein. Und am Ende war es ja meine freie Entscheidung. Ich glaube, das ist auch in der Doku so durchgegangen. Es hat mir natürlich niemand gesagt, dass man das machen kann, sondern es war eher so, dass ich gefragt habe, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und genau, das war dann quasi die Entscheidung dafür. Ja, dieses Suchen nach Möglichkeiten, das haben wir ja auch bei unseren Recherchen vorher schon und das kriegen wir jetzt auch aus den Zuschriften mit. Das haben wir viel auch gehört von Amateurspielern. Einer davon, der auch bei uns in der Doku aufgetreten war, ist der Timo Schwarz aus Schleswig-Holstein, von dem ich die ganze Runde hier und auch natürlich auch alle Zuhörer grüßen soll. Der hätte heute auch gerne teilgenommen, konnte aber nicht, war privat verhindert. Der hat mir erzählt, und das fand ich interessant, er hat nahezu ausnahmslos positive Reaktionen auf das bekommen, was er gesagt hat. Und dass er eben rausgegangen ist, vor die Kamera gegangen ist und sich getraut hat, seinen Schmerzmittelmissbrauch, und so würde er ihn selbst als allererstes auch bezeichnen, den eben einmal auch einzugestehen, darüber zu sprechen, sich klarzumachen und öffentlich klarzumachen, dass das ein Fehler war und damit eben auch möglicherweise andere Leute davon abzuhalten. Ich finde das ganz interessant und ich würde gerne mal fragen, wie die Meinungen hier sind. Ein bisschen haben wir eben schon von Jonas Hummels was dazu gehört, aber auch die Frage an Sie, Herr Schülke, wie reagiert der Fußball, in Ihrem Fall der Amateurfußball? Sie haben ja auch in der Jeverschen Wochenzeitung sich jetzt gemeldet, gesagt, was Ihnen passiert ist. Was haben Sie für Reaktionen bekommen? Ich würde gerne mal so ein bisschen näher der Frage kommen, wie reagiert der Amateur und auch der Profifußball, wenn man solche Themen, die natürlich nicht so zumindest beim Profifußball Hochglanzfassade passen, öffentlich macht? Also ich habe jetzt also nach diesem Interview, was ich gegeben habe, eigentlich durchweg, ob es Familie, Freunde, Fußballkameraden, durchweg positive Rückmeldungen gekriegt. Ich hatte schon so einen ersten Moment ein flaues Gefühl, wie es dann so bei meinem Heimatverein ist, so muss ich mal zum Rapport kommen oder irgendwie sowas, war aber nicht der Fall. Nein, also echt durchweg positiv, halt einfach auch, wie gesagt, es ist genauso wie viele andere gesellschaftliche Themen, wo man halt einfach mal drüber reden muss. Und es gibt, bevor irgendwie was Schlimmeres passiert, als nur wie jemand, der seine Karriere beenden muss, also wollen toll, wenn ich an der Wand malen, was noch alles passieren kann, aber so weit brauche ich es ja gar nicht erstmal kommen. Herr Hummels, bei Ihnen aber auch nicht jemand, der mal gesagt hat oder geschrieben hat, sag mal, was erzählst du denn da, das macht man doch nicht, wieso erzählst du denn sowas öffentlich, es geht doch keinem was an? Nee, also meine Mutter hat mir witzigerweise nur geschrieben, dass sie sich da darüber gar nicht so im Klaren war. Ich glaube, da wollte ich so ein bisschen den guten Sohn spielen und habe nicht alles erzählt. Das war das Einzige, was so, ich sage jetzt mal, negativ, aber das ist ja auch nicht negativ, sondern der Rest war eher, hey, coole, ehrliche Worte. Habe auch aus der Sportmedienbranche Feedback bekommen, sowas wie, hey, war endlich mal Zeit oder war längst Zeit, dass darüber mal gesprochen wird und darüber auch viel, viel mehr und eine größere Bühne gewählt wird. Also viele waren darüber, glaube ich, überrascht. Am Ende habe ich wahrscheinlich weniger erzählt, als ich erzählen sollte oder als ich hätte erzählen sollen zu der Zeit. Aber eigentlich war das alles cool, ehrliche Worte und positiv, wenn man das als positiv sehen will. Ja, bitte, Arne. Ja, wir haben auch über Instagram ein paar Fragen bekommen, die sich der Recherche widmen und die Art und Weise, wie das Ganze vonstatten ging. Und eine der Fragen würde ich jetzt gerne mal aufnehmen, und zwar: Ging es so schnell und einfach, Spieler zu finden, die über Pillen sprechen wollten, also die über dieses Thema überhaupt sprechen wollten? Jonathan, vielleicht kannst du dazu was sagen. Total unterschiedlich. Also vielleicht nochmal kurz zur Strategie. Was haben wir da eigentlich gemacht? Wir haben uns vor gut einem Jahr zusammengesetzt und gesagt, wir würden gerne einen ungewöhnlichen Kooperationsweg gehen. Zwei Redaktionen setzen sich zusammen, die ARD-Doping-Redaktion und Korrektiv in diesem Fall. Und wir packen das Thema Medikamentenmissbrauch bis hin zu Doping mal so richtig an. Wir versuchen mal zu erforschen, wie es im Fußball ist. Nicht nur an der Profi-Ebene, sondern bis runter zum Amateurfußball. Und das war sozusagen der Startpunkt. Wir haben dann im ersten Schritt eine Liste tatsächlich erstellt. Man kann sich wirklich eine klassische Excel-Tabelle vorstellen und dort einfach mal Spieler erfasst, die ihre Karriere beendet haben. Vor gar nicht allzu langer Zeit am besten.
und auch noch Spieler, die möglichst weit weg aus der Branche sind, ja, weil wir uns erhofft haben, dass die Spieler sind, die eher zu dem Thema sich äußern. Das ist aber jetzt wirklich nur erstmal so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung gewesen. Das hat natürlich, gibt es genauso gut auch, haben wir ja auch später gemerkt, Aktive, die noch ganz drin sind in der Branche und sich auch sehr offen dazu äußern. Aber so haben wir dann angefangen, mit Spielern in Kontakt zu treten und haben vor allen Dingen erstmal über die Verletzungshistorie mit allen Spielern gesprochen und einfach mal gefragt, wie das alles so ablief. Und drumherum haben uns dann auch andere Themen interessiert. Wie hat man diese Verletzung behandelt? Wie ist man mit dem Thema Regeneration klargekommen und all diese Sachen? Und in diesem ganzen Ablauf ist uns dann immer wieder das Thema Schmerzmittel begegnet. Wir wussten natürlich vorher schon, dass es ein Thema im Fußball ist. Das ist ja auch nicht das, was wir jetzt irgendwie aufgedeckt haben, dass das ein Thema ist, sondern es ging uns um die Dimension und die Art und Weise und was sind die gesundheitlichen Folgen und aus welcher Motivation heraus werden Schmerzmittel angewendet. So, und ich muss sagen, in den Gesprächen, da haben wir gerade wir drei, aber da fehlen jetzt auch noch ein paar Namen, ja, ziemlich viele von geführt. Jeder von uns hat Dutzende Gespräche gehabt. Die waren sehr unterschiedlich. Also es gab welche mit Jonas Hummels, um das Beispiel zu bringen. Das war sehr unkompliziert. Ja, da gab es quasi einen Erstkontakt und dann hatte man das Gespräch und man konnte sich gleich sehr, das war mein Gefühl, sehr offen über die Karriere unterhalten. Es gab andere Spieler, die waren fast erschrocken, nachdem man sie quasi angerufen hat und plötzlich der Journalist dran war. Das ist dann so ein Schritt-für-Schritt-Prozess, wo man dann entweder zusammenfindet oder nicht. Und das ist auch eine Sache, die wir ja weiter verfolgen werden. Wollt ihr dazu vielleicht nochmal eure Perspektive ergänzen? Wir haben ja sehr unterschiedliche Gespräche geführt. Habt ihr vielleicht noch eine Anekdote aus den Gesprächen, ohne dass man jetzt hier einen Namen nennt, der nicht genannt werden sollte öffentlich? Also ich hatte das Gefühl, im Profigeschäft gab es eine gewisse Bereitschaft, erstmal das Gespräch zu führen. Aber andererseits haben dann viele gesagt, ja, kennen wir, aber wir selbst überhaupt nicht. Das nimmt man dann erstmal zur Kenntnis und es gibt auch eigentlich keinen Grund, das nicht zu glauben. Es war aber dann doch, manchmal hatte ich das Gefühl, die Leute unterhalten sich, die interessieren sich für das Thema, die möchten gerne ein bisschen mehr davon erfahren, sehen aber dann, was natürlich immer ihr gutes Recht ist, davon ab, dann auch wirklich selbst was dazu beizusteuern. Ich habe es aber trotzdem bei einem Spieler aus dem Norden auch erlebt, der sich mit mir hingesetzt hat, hat gesagt, das ist für mich überhaupt nichts. Und als Journalist sagt man dann immer, also wenn Ihnen nochmal was einfällt, jemand einfällt, melden Sie sich bitte, vielleicht kommt im Nachgang von so einem Gespräch dann auch noch was. Und in dem Fall war es dann so und der hat uns dann einen der Spieler vermittelt, die auch am Ende vor der Kamera ihre Geschichte erzählt haben. Ja, der hat zumindest nochmal ganz praktisch, Jonas Hummels, ich hoffe, das ist okay, ich glaube, das ist in dem Fall okay, das zu sagen. Benny Schwarz, ein ehemaliger Mitspieler von Ihnen, das war ja genauso ein Kontakt, ja, nur um das mal so ganz praktisch zu machen. Wir hatten dieses Gespräch, dann habe ich sie gefragt, mit wem könnte man noch reden, ihnen ist der Name eingefallen, dann haben sie mal kurz vorher angerufen, ist okay, wenn der Journalist sie anruft, am nächsten Tag konnte ich dann Benny Schwarz anrufen. Benny Schwarz wollte auch gerne heute dabei sein, aber manche Leute können heute aus Feiertagsgründen etwas schwieriger, sonst wäre er heute auch dabei gewesen und so, das ist halt so die Kette, die man dann verfolgt und nochmal so aus journalistischer Perspektive, für uns ist das immer ein ganz wichtiger Punkt, dass wir diese erste Vertrauensebene erreichen und das geht immer am besten, wenn man Empfehlungen bekommt über jemand anderen und dann gibt es eine Vorwarnung, da ruft heute mal jemand an und dann geht das meistens viel einfacher, solche Gespräche zu führen. Ja. Genau, es gibt ja noch weitere Fragen. Wer hat, Arne, hast du welche im Blick oder hast du ein anderes Thema? Ich habe eine Frage an Jonas Hummels als Vertreter des Profifußballs, jetzt mal in Anführungsstrichen. Warum ist es so, dass es so wenige Spieler gibt, die ähnlich wie Neven Subotic vielleicht auch während ihrer Karriere schon so offen über dieses spezielle Thema jetzt sprechen? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Also ich glaube, es sind zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist immer die, dass man, wenn die noch aktuell spielen, natürlich auch den Verein, bei dem man angestellt ist, vielleicht damit reinzieht oder dann irgendwie ein schlechteres Licht rücken könnte, falls es eben da einen Bezug dazu hat, wenn man sagt, hey, ich kann mir die Ibo einfach quasi aus dem Schrank nehmen, dann sollte das ja wahrscheinlich auch nicht so sein. Vielleicht hat man davor Angst. Ich glaube aber eher, das ist das, was ich eingangs mal gesagt hatte, dass es doch immer noch ein sehr, sehr
maskuliner Sport ist, wo es eben darum geht, Schmerzen zu ertragen, zu kämpfen, ein Mann zu sein und eben das zu ertragen. Und wenn du dann sagst, hey, ich habe die ganze Zeit Schmerzmittel genommen und beschwere mich nicht noch darüber, kann das vielleicht sein. Ich weiß nicht, ob das so ist. Das wäre jetzt so meine Vermutung, dass dann vielleicht der eine oder andere sagt, ich stelle mich doch nicht hin und tu hier so oder nicht tu hier so, sondern offenbare mich und mache mich dadurch angreifbar. Das könnte mir noch einfallen. Ansonsten generelle Abscheu Journalisten gegenüber. Naja, es ist natürlich auch in der Tat so, dass gerade in den Bundesliga-Vereinen, das haben wir auch erfahren, die Leute in den Pressestellen, die Kommunikationsdirektoren, ihr als Arbeitsauftrag einfach haben, dass der Verein mit positiven Nachrichten in die Öffentlichkeit geht, dass möglichst wenig Negatives nach außen dringt. Und man muss sagen, dass für viele dieses Thema Gesundheit, Schmerzmittel, möglicherweise Schmerzmittelmissbrauch eben auch ein negatives ist. Ich kenne einen Mediendirektor sehr gut von einem großen Fußballverein, noch von früher, weil er auch mal Journalist war, wie ja viele eigentlich. Und der hat mir halt gesagt, wir geben zu gesundheitlichen Dingen überhaupt keine Auskunft. Und er hat gesagt, ich hoffe, dass es in deiner Firma auch so ist. Und wir wollten ja nicht natürlich persönlich wissen, sag mal, wie ist die Operation gelaufen, können wir uns da mal ein paar Röntgenbilder angucken. Es geht ja nur um den Gebrauch von Schmerzmitteln im Alltag. Aber das ist natürlich trotzdem eine Reaktion gewesen, die man absolut respektieren muss. Und damit war aber auch klar, aus diesem Verein wird sich kein Spieler äußern, also den wir über die Pressestelle anfragen. Hier wird gefragt, was sind denn die konkreten gesundheitlichen Auswirkungen bei einer Ibo am Wochenende oder zum Training? Wer möchte denn diese Frage beantworten? Arne möchte das beantworten. Nee, aber ich, ja, okay. Oder wer auch immer. Das ist ja jetzt hier, das soll kein Quiz sein, aber das ist vielleicht auch ein kleiner Test, ja. Also ich glaube, bei der Frage geht es so ein bisschen das, was meine Oma immer schon gesagt hat. Die Dosis macht das Gift und bei einer Ibu am Wochenende ist natürlich dann auch nicht von Missbrauch zu reden. Ne? Ich meine, das hatten wir eben schon, das geht eben dann los, wenn man das länger als 3 Tage am Stück vielleicht einnimmt in der gebotenen Dosierung oder eben mehr als 10 Tage im Monat oder so. Also bei Ibuprofen und bei den ganzen anderen Schmerzmitteln, mit denen wir uns beschäftigt haben, ist es natürlich so, dass die, je nachdem wie intensiv und wie hoch dosiert man sie einnimmt, Auswirkungen haben können, ja, auf das Herz-Kreislauf-System. Wir hatten eben schon die Anekdote von Gerrit Schökel, der von Magenbluten auch gesprochen hatte, weil er Blut gespuckt hatte. Also diese Schmerzmittel greifen die Magenschleimhaut an, also jetzt in meinem laienhaften medizinischen Verständnis. Und dadurch kann das sein, dass dann eben so etwas entsteht. Und gleichzeitig ist es so, das sind 3 Studien gewesen, die wir da zur Rate gezogen haben, dass ein regelmäßiger Konsum oder Schmerzmittel an sich auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Herzprobleme zu bekommen. Und wir haben in der Bundesliga auch einen Fall mit Ivan Klasnic, der auch durch Zugabe von Schmerzmitteln, so wird es zumindest vermutet, dann an Nierenschäden leidet, auch jetzt immer noch. Und das zeigt so ein bisschen schon auf, in wie viele Dimensionen das gehen kann. Was, glaube ich, beim Fußball noch ganz, ganz wichtig ist, ist das Signal des Körpers, einfach der Schmerz. Das hatte eben auch jemand kommentiert irgendwo. Das ist ein Warnsignal des Körpers, ganz einfach. Und wenn man das dann immer weiter hinten rauszögert, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass man sich verletzt, dass man eine chronische Verletzung bekommt. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache für den Profifußball. Weil wenn man ausfällt als Profifußballer, verliert der Club Geld. Und das kann auch passieren, dass jemand ausfällt, weil er zu lange Schmerzmittel genommen hat und dadurch eben ein Muskelfaserriss entsteht oder was auch immer. Das heißt, es ist nicht nur die Perspektive für einen Amateurfußballer, der dann vielleicht eine Woche nicht arbeiten kann, sondern es ist genau auf derselben Ebene auch für einen Profiverein so, der dann einen Spieler bezahlt, der aber nicht spielen kann. So, ich sehe auf unserem Monitor, dass Edgar Schmidt in der Leitung ist. Wir sehen ihn nicht, aber kann er uns hören? Herr Schmidt, guten Abend. Ich höre euch sehr gut sogar. Ah, okay, wunderbar. Dann würde ich gerne 1,5 Sätze zu Ihnen sagen. Ja. Und Sie vorstellen in der Runde. Edgar Schmidt, man kann es gar nicht anders als das jetzt als allererstes zu sagen, ist den Menschen noch, zumindest den etwas Älteren und möglicherweise auch den Jüngeren, als Euro-Eddy bekannt. Sie haben mal in einem UEFA-Pokalspiel gegen
einen Tabellenvoraus Spanien, der Hausfavorit war, nach dem Hinspiel im Rückspiel kurz 4 Tore geschossen. Das Spiel endete 7-0 für den Karlsruher Sportclub, der damals noch international spielte, und sind auch deshalb natürlich absolut groß vertreten in der Geschichte des deutschen Fußballs. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Ich würde Sie einmal gerne fragen zum Einstieg, was haben Sie für eine Schmerzmittelgeschichte zu erzählen? Wie ist Ihr Verhältnis zu Schmerzmitteln gewesen? Vielleicht erstmal in Ihrer Zeit als aktiver Fußballspieler in den 80er und vor allem 90er Jahren. Ja, bei mir war es ja etwas anders. Ich bin ja nicht die klassische, klassische Fußballausbildung gehabt. Ich bin erst mit 29 Jahren Profi geworden, mit 28 Profi geworden, mit 29 Jahren habe ich mein erstes Spiel gemacht. Von Anfang an, und ich habe auf dem Weg dorthin, ich habe nie Auswahl gespielt und habe vieles über meinen körperlichen Einsatz gemacht, und das ging dann hoch bis in die Bundesliga, und habe dann, je höher es ging, umso mehr Schmerzmittel habe ich dann auch genommen, ne, weil ich halt einfach sehr, sehr rustikal gespielt hatte. Auch die Zeiten waren natürlich noch etwas anders. Man muss das vielleicht auch mal aus unserer Sozialisierung sehen, wo wir herkommen, in den 60er Jahren geboren. Dann war die Aufklärung auch noch gar nicht so gut. Und dann man wollte spielen und hat dann einfach das genommen. Also wie gesagt, Voltaren oder Ibuprofen, was es da gab. Und ich habe es aber immer so gemacht, dass es keiner mitbekam, weil ich wollte das für mich behalten. Nicht, dass ich nicht nach außen erzählt habe, sondern eher, um andere zu schützen, um Ärzte zu schützen oder unseren Physios zu schützen, weil ich wollte sie nicht teilhaben lassen an den Geschichten, die ich so da um den Fußball drumherum gemacht habe. Ging es da um Schmerzmittel nur oder waren da auch noch andere Mittel, frage ich mal ganz unschuldig, neugierig? Ich habe was in den 80er Jahren ab und zu. Das ist nur ein Scherz. Er wollte doch gerade ganz ehrlich auf die Frage antworten. Das ist jetzt ein Zufall, dass Edgar Schmidt uns genau in der Sekunde verlassen hat. Ich bin aber sicher, dass er gleich wiederkommen wird, oder? Ja, wir haben ja einen Kollege, das legen wir mal ruhig offen, der mit ihm die ganze Zeit in Kontakt ist per Telefon und die technischen Sachen klärt. Und natürlich bin da ganz zuversichtlich. Ganz kurz an der Stelle mal, es gibt mehrere Fragen, die so ein bisschen Making-of-Charakter haben. Wir würden die mal so ein bisschen nach hinten schieben gerade. Also die werden beantwortet. Aber lasst uns erstmal hier über sozusagen aktiven und in einem anderen Blick bleiben. Wir haben euch aber nicht vergessen. Mal ganz kurz an diejenigen, die Fragen gestellt haben. Ich hätte eine Frage an Gerrit Schölke, Herr Schölke. Was meinen Sie, sind Sie bei sich in der Mannschaft oder sagen wir mal vielleicht in der Liga die große Ausnahme gewesen? Gibt es da nicht so viele oder? Also ich hatte das auch in meinem Bericht im Turnierfischen Wochenblatt gesagt. Also ich bin in meiner aktiven, also ich spiele ja immer noch aktiv, drei große Vereine gewesen. Also ich würde pauschal sagen, zwischen 30 und 35% jeder Truppe. Also von 18 Mann sind bestimmt 5 bis 6 Spieler dabei, die auf jeden Fall auf Schmerzmitteln, ob in Salbenform, Tablettenform, auf jeden Fall zurückgreifen. Und sowohl nicht nur bei Schmerzen, auch vorbeugend. Ja, das ist ja, glaube ich, eine Sache, die auch viele Zuschauer von unserer Doku und viele Leser der Berichte auf unserer Seite pillenkick.de ich will nicht sagen fasziniert, aber doch überrascht hat, dass man es eben nicht nur bei konkreten Problemen macht, wenn es zwickt, genau. Wenn es wie zum Beispiel beim großen letzten wichtigen Spiel von Jonas Hummels in dessen Karriere wirklich um alles geht und man nochmal sagt, ich möchte das jetzt für dieses Spiel ganz konkret möglich machen, sondern es ist auch oft so, dass die Leute sagen, ich brauche das, um einen freien Kopf zu haben, ja, um frei im Kopf zu sein, um auf den Platz gehen zu können, so wie ich mir Schienbeinschoner anlege, nämlich vorher auch eine Ibo. Das, muss ich sagen, hat mich in dem Ausmaß auch ein bisschen überrascht. Genau, kommt aber auch noch dazu, was im Amateurbereich halt einfach auch sehr groß ist, ist dieses Wir-Gefühl, wir sind ein Team und da will man seine Jungs dann auch auf, ob es einen Derby-Charakter hat, was ja dann im Amateurbereich ein bisschen größer ist, weil ja alles viel näher beieinander ist. Ja, da spielst du dann schon mal, wenn du den kleinen Onkel gebrochen hast oder wenn du dann Bänderriss dir Donnerstag beim Training zugezogen hast, dann wirst du einmal zugetaped, 2 Ibos im Kopf und dann geht das echt aufs Feld. Ne? Also da fragt dann auch keiner nach. Und
wenn du es nicht machen würdest, wärst du dann auch, sag ich mal, so der, die Lusche, sag ich mal, ne? Kommt auch vor. Das haben sie sehr schön norddeutsch jetzt gerade ausgedrückt, ja. Ja, ja, genau. Bleibt das dabei? Glauben Sie, es gibt, weiß nicht, wie Sie es jetzt selber erleben, es wird, glaube ich, schwer jetzt in Corona-Zeiten da so gutes Gefühl zu entwickeln, aber versuchen Sie es mal. Also, wenn man jetzt so drüber redet mit den Mitspielern über das Thema, ab und zu sehen Sie ja vielleicht gerade in kleinen Gruppen auf dem Trainingsplatz, je nachdem, wie es bei Ihnen gerade aussieht. Sehen Sie da eine Chance, dass es irgendwie ein Umdenken gibt und wie müsste das jetzt, was müsste sich da verändern? Wie kann sowas passieren? Ja, wie Jonas schon sagte, also ich glaube, dass da echt dann oben angefangen werden muss, also über die Verbände dann zu den Trainern und dann, dass die, die eine Macht haben in der Mannschaft, ob es Kapitäne sind, ja, wie gesagt, Trainer, dass die dann halt mit vielleicht sogar Lehrgänge vielleicht nicht, aber online irgendwie, sag ich mal, dass es da irgendwelche Formen von Aufklärung gibt, um das Thema halt einfach auch erstmal so, wie es ja jetzt der Fall ist, erstmal zu sagen, wie drastisch es ja echt sein kann. Ne? Und das war eigentlich, glaube ich, gar nicht jedem so bewusst. Sie waren noch Kapitän. Also nur ganz kurz, die Kapitänsfrage würde ich ganz kurz mal aufgreifen. Sie waren noch Kapitän. Also ich erinnere mich zum Zeitpunkt, also an Jonas Hummels, als das DFB-Pokalspiel damals war. Wie würden Sie jetzt selber nochmal, weiß nicht, ob Sie das jetzt so sagen können, mehrere Jahre später, würden Sie da jetzt anders handeln? Vielleicht das so als Kapitän auch mitnehmen in die Kabine, bisschen mehr den Botschafter spielen, mal so ganz, glauben Sie, rückblickend, das wäre gut gewesen? Ja, also mit Sicherheit ist man da so als Vorbild wahrscheinlich anders gefragt. Für mich war das jetzt, ich war zwar Kapitän, aber das war ja, also da ging es um mich. Ich habe das einfach aus einem persönlichen Antrieb gemacht und nicht, weil irgendwer das, ich habe ja auch nicht gespielt in dem Spiel, das muss man ja auch immer hinzufügen, sondern das war für mich einfach wichtig, sollte es dazu kommen, ist es so, dass ich dann eben bereit wäre. Aber um nochmal zu der Frage zurückzukommen, klar, ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass es viele Leute aus einem persönlichen Antrieb machen, genau wie ich es auch damals gemacht habe. Wir hatten auch zum Teil super, super Mannschaftsärzte, wir hatten tolle Physiotherapeuten und allgemein war das bei uns im Verein eigentlich auch gar nicht so krass ausgeprägt. Das ist so dieses, das was Gerrit auch gesagt hat, dieses Wir-Gefühl, man ist ein Teil dessen, man will nichts verpassen, man will vielleicht auch nicht Schwäche zeigen. Ob du da jetzt als Kapitän, weiß ich nicht, ob ich überhaupt in dem Fall die Möglichkeit gehabt hätte, qua meines Amtes zu sagen, hey, mach das lieber nicht, ob da jemand auf mich gehört hätte, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Also klar, wenn ich quasi in jeder freien Minute hinter ihm stehe und sage, mach's nicht, so ein bisschen wie der Papa, der quasi seinem Sohn das sagt, aber erstens völlig utopisch, zweitens auch nicht, glaube ich, unbedingt jetzt meine Aufgabe gewesen in dem Fall. Ich glaube ja inzwischen, dass es gibt viele Folgewirkungen, mögliche Folgewirkungen, tatsächliche Folgewirkungen wie Probleme mit der Leber, Schädigungen der Niere, die sind krass, aber die geschehen später möglicherweise und die sind natürlich nicht sehr, sehr, sehr zahlreich und sehr, sehr häufig auftretend. Ich glaube, das große Problem, das sind, dass Verletzungen verschleppt werden, dass Verletzungen chronisch werden und dass das im Alltag nicht immer mit dem Einsatz der Schmerzmittel in Zusammenhang gebracht wird. Ich glaube, viele Spieler, das ist zumindest mein Eindruck nach den vielen, vielen Gesprächen, die wir jetzt geführt haben, viele Spieler sagen, okay, ja, das eine Sprunggelenk ist versteift, das andere sieht auch nicht so gut aus, aber dass das vielleicht, man wird es ja nie belegen können, aber dass das vielleicht auch gekommen ist, weil man immer wieder die Signale des Körpers, die Schmerzaussendung ignoriert hat oder betäubt hat mit Hilfe von Schmerzmitteln und dann noch weitergespielt hat. Ich glaube, dass das eine Aufgabe wäre, die natürlich in Fortbildung, in Aufklärung durch den Deutschen Fußballbund, wen auch immer, bekannt gemacht werden müsste. Aber kann ich da mal kurz einhaken, weil es natürlich auch so ein Punkt ist, ich gebe da Ihnen natürlich völlig recht, in der Theorie, in der Praxis sieht es aber so aus, wenn ich Fußballprofi bin, dann habe ich eine Karriere, die geht, wenn ich Glück habe, bis 35, eher bis 32, 33 auf einem guten Niveau. Und wenn dann ein Spiel ansteht, wo es um viel geht und ich habe, ich sage jetzt mal, eine Verletzung wie ein Schlag, wo ich weiß, okay, da kann ich nicht viel kaputt machen, das tut halt weh, das ist irgendwie jetzt nicht unbedingt eine muskuläre Verletzung oder eine Bänderverletzung, dann muss ich aus einer Sportlerperspektive auch sagen, würde ich es auch 100 von 100 Fällen machen. Also, dass ich dann eben Schmerzmittel nehme, dann kann ich spielen, ich habe meinen Platz, ich verliere den Platz vielleicht, wenn ich nicht spiele, weil ich eben Schmerzen habe
und dann kommt der Ersatzspieler rein oder der andere nutzt die Chance, und so läuft es leider auch häufiger im Fußball. Also das ist natürlich ein extremer Druck, den diese Leute da, den die Fußballer, den die ausgesetzt sind, gerade wenn es um jüngere Fußballer geht, um einmalige Möglichkeiten oder gefühlt einmalige Möglichkeiten in dem Moment. Also das ist immer schon auch ein Spagat, den die Leute da einsetzen. Und genauso auch mit den medizinischen Vorteilen. Wir haben auch Salbenverbände ja schon angesprochen. Ich kann mich kaum erinnern, nach einem Spiel mal ohne einen Salbenverband rausgegangen zu sein. Das war aber normal. Das habe ich jetzt auch gar nicht als, habe ich auch retrospektiv nicht als negativ angesehen. Aber das war halt, das bringt halt dieser Sport mit. Und wenn die medizinischen Möglichkeiten eben so sind, dass man dadurch schneller regeneriert, da kann man eine Riesendiskussion führen, da bin ich gerne auch dabei, theoretisch. Aber da muss man dann auch mal in die Spielerköpfe reinschauen und sagen, nee, ich mache das jetzt nicht. Ich nehme nicht alle Sachen an, die mir schon angeboten werden. Das bedarf schon auch ganz schön viel Charakter, finde ich. Ich sehe gerade auf unserem Bildschirm, dass Edgar Schmidt zumindest versucht, wieder zu uns zu stoßen. Oder hören Sie uns schon, Herr Schmidt? Nein, er hört uns noch nicht. Gut, wir haben unsere Frage ja nicht vergessen. Ganz naiv gefragt, ob er auch noch andere Mittel genommen hat damals. Sobald die Verbindung steht, werden wir die dann auch mal freundlich stellen. Und vorher fällt mir jetzt gerade keine Frage ein. Habt ihr eine oder eine Antwort? Also ich würde noch mal ganz kurz auf den... Gut, dann würde ich... Oh, da passiert was. So, jetzt aber, Herr Schmidt, jetzt sogar mit Bild. Hören Sie uns? Herr Schmidt, hören Sie uns? Fragender Blick von uns. Geburt. Wir sehen Sie jetzt gut. Eben haben wir Sie gehört, jetzt sehen wir Sie. Hören Sie uns? Hier steht, dass jeder mich sehen und hören kann. Ich euch auch. Aber, Also Sie hören uns? Nein. Wir hören Sie nämlich. Hört ihr mich? Ja, wir hören Sie. Schwere Geburt, schwere Geburt. Schwere Geburt. Hören Sie uns denn? Können Sie uns hören? Nein. Ich würde vorschlagen, dass unser Kollege mit ihm mal parallel weiter in Verbindung bleibt. Und ja, wir merken das gleich. Und lass uns doch nochmal eine Frage genau aufgreifen. Wir haben ja hier, da ist er auch schon wieder weg aus dem Bild, leider. Wir haben hier eine Frage. Ton und Video, und wenn wir das jetzt gleich noch zusammenkriegen, dann freuen wir uns alle. So, Wiegbert, sorry. Ja, wir haben hier eine Frage auch von Zuschauern bekommen. Wie schafft ihr es, dass Whistleblower mit euch reden? Das ist eine Frage, die kann man ganz allgemein beantworten. Jeder Whistleblower muss überhaupt kein guter Mensch sein, der unbedingt aus altruistischen Gründen, weil er ein besserer Mensch ist als andere, etwas aufdecken will, sondern jeder Whistleblower hat irgendein Interesse. Bei einigen ist das, dass ihm die Sache wichtig ist, dass die Sache bekannter wird, dass er das Gefühl hat, er kann dazu beitragen, dass eine Sache, die er für wichtig hält, dass sie bekannt wird, bekannter wird. So. Es gibt aber auch Whistleblower, die wollen irgendjemandem schaden und geben deshalb Dokumente raus. Es gibt Whistleblower, die ja, wollen noch jemanden einen auswischen. Also es gibt ganz verschiedene Motive. Und bei uns ist es so, dass wir die Leute ja ganz natürlich, ganz normal ansprechen und ihnen dann das Gefühl geben, dass wir es ganz ernst meinen und dass wir sie aber auch nicht vorführen werden. Man führt verschiedene Gespräche mit Whistleblowern. Es sind oft ganz, ganz viele am Telefon. Man schreibt sich, man trifft sich. Das ist eigentlich immer das, was man am liebsten macht, dass man sich trifft. Denn es ist immer schöner und vertrauensvoller, wenn man miteinander spricht, sprechen kann, wenn man sich dabei sieht und sich auch mal die Hand geschüttelt hat oder jetzt einen Ellbogencheck gegeben hat in Corona-Zeiten. Also es sind oft viele, viele Gespräche und man muss sich gegenseitig vertrauen. Und ich sehe jetzt Herrn Schmidt schon wieder. Herr Schmidt? Ja, geht doch. So, jetzt stelle ich ganz kurz meine Frage von eben. Sie hatten ja schon von Schmerzmitteln gesprochen. Ich hatte Sie gefragt, gab es auch noch andere Mittel, die Sie genommen haben? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe das, was ich gesagt habe, sehr viel genommen, gerade als ich, weil ich ein sehr robuster Spieler war, weil ich viel in Zweikämpfe ging und ich oftmals mit Schmerzen gespielt hatte. Aber auch manchmal diese psychischen Schmerzen oder diese unbeschreiblichen Schmerzen gehabt habe, morgens vorm Spiel oder so.
Und dann habe ich da mir meistens, wie gesagt, diese Voltaren oder Ibuprofen reingehauen oder geschluckt. Und dann war das okay. Dann hatte ich keine Schmerzen mehr und konnte gut spielen. Also ich war jetzt nicht so, dass ich auch während der Trainingseinheiten jede Menge genommen habe. Aber während dem Spiel habe ich eigentlich immer was genommen. Aber kein, wie gesagt, in den 80er Jahren war es ja mal so in, dass manche Spieler Captagon oder so genommen haben. Aber ich habe dann immer, ich habe dann festgestellt, dass bei diesen Spielern, dass die ganz wild waren. Und unser Nahrungsspiel noch ganz wild. Die waren wie aufgedreht. Also das war bei denen, wo ich es wusste. Und da habe ich immer gedacht, gut, das ist nichts für mich. Ne? Mhm. Herr Schmidt, was haben Sie für Erfahrungen gemacht in Ihrer Zeit als Trainer? Sie haben ja auch mehrere Mannschaften trainiert in den Jahren nach Ihrer aktiven Karriere. Waren da Schmerzmittel ein Thema in Ihren Mannschaften? Ja, wenn man doch diese Medizinräume sieht, die Kabinen sieht, dann sind überall Schmerzmittel. Man braucht nur den Schrank aufzumachen und dann hat man sie. Da muss ich sagen, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, was die Spieler nehmen, was sie verabreicht bekommen. Wie ich eben gesagt habe, ich selbst habe es immer ohne Ärzte gemacht und ich habe es ohne einen Physio gemacht, sondern ich habe es mir immer selbst genommen, selbst geholt und habe es dann, ja, ich wollte nicht andere mit reinziehen in meiner Karriere. Das war so, aber ich habe halt auch durch diese permanenten Schmerzen oder auch durch den Druck teilweise, habe ich sehr viel genommen, ja. Deswegen sehe ich das heute auch generell sehr differenziert mit 25, 30 Jahre später. Mit 25 Jahren. Ja. Können Sie noch einen Satz sagen, weil Sie sagen, Sie sehen das differenziert. Können Sie es noch ein bisschen ausführen, genauer sagen? Der ganze Fußball sehe ich differenzierter. Natürlich ist das ein unglaublich schöner Sport, aber trotzdem, wenn man sieht, ich habe mich sehr oft auch gefragt, dass ich das überhaupt überlebt habe, sage ich ganz ehrlich, was man alles gemacht hat, mit starken Grippen hat man gespielt, weil man einfach allein dieser Druck, wenn es einem nicht gut ging, Fußball zu spielen, man hat sich dann schon morgens hingesetzt am Kaffeetisch, man hat sich Gedanken gemacht, wie man das Spiel strategisch angeht, damit man auch rational spielt oder ökonomisch spielt, dass man die Kräfte einteilen kann, dass man wirklich versucht, das Spiel zu überstehen, so lange wie möglich. Das war dann schon brutaler Druck. Und oftmals hat man dann sogar noch sehr gut gespielt. Und heute denke ich immer, oder ich denke sehr oft, dass dort alles passiert, dass eigentlich so wenig passiert. So richtig erschrocken war ich dann damals, als bei unserem ehemaligen Trainer Winnie Schäfer der Spieler einfach umgekippt ist. Ne? Da habe ich auch so für mich gedacht, wie oft hätte, dass das in der Bundesliga so wenig passiert ist. Das war schon sehr überrascht, ja. Können Sie das, das erinnere ich jetzt nicht mehr, wann das gewesen ist, dass jemand umgekippt ist? Das war ein Länderspiel und der ist... Er hat sich noch auf die Knie gestützt, also er blieb stehen, Knie, und ist einfach umgekippt. Marc Vivien Fouet beim Confed Cup 2003. Ganz genau, so war das. Da war ich also mega erschrocken. Als ich das gesehen habe, das konnte ich auch kein zweites Mal mehr sehen. Und da habe ich auch so an unsere Zeit, an meine Zeit generell gedacht und ich spüre das ja heute. Ich bin mittlerweile zu 50% Rentner. Ich habe jetzt noch Antrag auf eine weitere Verletzung. Mir wäre es lieber, ich müsste diese Anträge nicht stellen. Ne? Ich wär kein Rentner. Ich wäre gesund. Das wäre mir schon lieber. Es gibt ja, wenn ich nur eine Sache kurz dazu ergänzen kann und Sie dazu würde ich die Meinung insgesamt interessant finden. Es gibt ja Versuche, noch kleine, auch mal Langzeitstudien durchzuführen mit ehemaligen Profifußballern, wo man dann 10 oder auch 20 Jahre nach der Karriere nochmal ins Gespräch kommt und wirklich so einen allumfassenden Check macht, wie geht's Ihnen heute? Und mit denen aber auch nochmal alles durchspricht, was haben Sie eigentlich damals alles gemacht? Ja, was Sie jetzt sozusagen so ein bisschen andeuten. Um da auch mal wirklich aus wissenschaftlicher Sicht eine Perspektive zu bekommen, also Gespräche, wie wir sie jetzt führen können, die sind natürlich dafür auch hilfreich, aber wenn man sich das mal in Summe vorstellt und davon 100 Gespräche hat mit ehemaligen
diese Versuche gibt es und gab es auch bei der FIFA übrigens. Dort gab es lange Zeit ein eigenes Forschungszentrum, ungewöhnlich für einen Sportverband, was genau solche Sachen untersuchen wollte, was unter Infantino dann geschlossen wurde, das sogenannte FMARC-Zentrum. Und das würde ich spannend finden. Ich weiß nicht, wie da insgesamt die Perspektive ist. Also mal so in die Runde gefragt an Edgar Schmidt und Jonas Hummels, wären Sie bereit, bei so einer Studie mitzumachen, sich da mal so den ganzen Tag durchchecken zu lassen und qualitative Fragen zu Ihrer Karriere zu beantworten? Ja, ich auf jeden Fall, weil ich finde es mega spannend. Nachher, das wären dann auch wissenschaftliche Studien, die man dann auch, die dann auch plausibel wären, die man auch als eine Studie, die man auch als wahr annehmen kann und nicht einfach aus der Hüfte rausgeschossen. Also das fände ich schon mega spannend, ja. Mein Jonas war ja auch sehr oft verletzt und ich habe das mal in deiner Vita gelesen so ein bisschen und ich weiß nicht, wie bei dir es wäre. Würdest du auch mitmachen? Klar, natürlich. Also erstmal, weil der Druck natürlich jetzt so hoch ist hier vor der Bühne, da kann ich nicht Nein sagen. Clever gemacht. Genau. Nee, aber natürlich. Ich finde es auch spannend, muss ich dazu sagen, auch wenn es jetzt bei mir nicht gut ausgegangen ist, aber ich habe mich auch immer um diese ganzen medizinischen Prozesse, die dann da angehen, also was wird bei so einer Kreuzband-OP eigentlich gemacht, was passiert da genau, wie sind die Folgewirkungen, was macht man danach und so weiter. Mich hat es immer wahnsinnig interessiert. Allein aus der Perspektive würde ich das schon sehr, sehr gerne machen. Aber klar, das ist ja auch weitere Aufklärungsarbeit, das würde ich immer gerne unterstützen, natürlich. Es gibt eine Studie, die tatsächlich der DFB jetzt dazu beginnt, das ist die docken sozusagen an eine Gesundheitsstudie, die der Gesellschaft ohnehin gemacht wird, die heißt die NARCO-Gesundheitsstudie, hat vielleicht schon mal jemand gehört, da kann sich quasi jeder in der Bevölkerung melden und mitmachen. Und Tim Meyer, der Arzt der Nationalmannschaft, beginnt das jetzt, das war eigentlich für jetzt schon angesetzt, ich schätze, durch Corona hat sich da ein bisschen was verschoben, mit ehemaligen Profifußballern genau sowas durchzuführen. Was allerdings wir versucht haben herauszufinden, ist, ob das Thema Schmerzmittel und Medikamente und so bei dieser Untersuchung eine Rolle spielt. Und das wird nicht befragt bisher. Ich weiß ja nicht, ob Menschen vom DFB hier heute auch zuhören oder die dort beteiligt sind. Dann sind das vielleicht auch Anstöße, dass man nicht nur sozusagen schaut, wie geht's heute, sondern auch, warum geht's einem vielleicht heute so, wie es ist. Ne? Wenn ich noch was zu Doping sagen darf, ich glaube, dass Doping im Fußball nur in gewissen Phasen was bringt. Ich glaube, dass es im Spielbetrieb selbst Doping nichts bringt, einfach weil es immer noch ein Strategiespiel ist, weil am Ende des Tages kann man auch mal gut spielen, wenn man nicht ganz so fit ist. Ich glaube eher in der Aufbauphase kann ich mir vorstellen, dass es benutzt wird oder so, aber ich glaube nicht, dass es im Fußball, in der Liga selbst was bringt für die Spieler. Und wenn man, bisher war es ja auch noch nicht so, dass man wirklich Spieler, sag ich mal, dabei ertappt hat, dass sie während der Liga, während dem Ligabetrieb gedopt haben, sondern die meisten haben durch irgendwas, durch Dummheiten sind sie was oder Mittel genommen, die auf der Dopingliste standen, aber die nicht relevant zum Spiel selbst jetzt waren oder zur körperlichen Fitness. Das ist ein interessantes Thema, was Sie gerade da angesprochen haben, Herr Schmidt. Ich würde es gerne mal einmal weitergeben an die beiden, die bei mir ganz rechts auf dem Monitor zu sehen ist, an Jonas Hummels und Gerrit Schülke. Wie sehen Sie das für Ihre Ligen oder für die Leistungsklasse, in der Sie gespielt haben und aktiv waren oder sind? Also ich fang mal an, wenn es okay ist, Gerrit. Ja. Ich zum Beispiel, ohne jetzt selber damit irgendwie mal in Kontakt getreten, niemals in Kontakt gekommen, auch in meiner Mannschaft nicht. Wir haben auch bei Haching zumindest eine ziemlich gute Aufklärung gemacht, das ist nur mal so vorneweg. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch im normalen Spielbetrieb was hilft. Ohne jetzt da irgendwie extrem im Thema drin zu sein, aber alle Regenerationsprozesse, die man beschleunigen kann, geht aber auch um so Sachen, wenn ich extrem nervös bin, da gibt es auch viele Sachen, mit denen man dopen kann. Und ich glaube, wenn man auch sieht, wie viel Lobbykraft der Fußball hat, ich meine, wie früh konnte die Bundesliga wieder beginnen, ich glaube, dass es da auch viele andere Prozesse gibt, warum dann zum Teil quasi auch Fälle vielleicht nicht an die Öffentlichkeit geraten. Das ist natürlich sehr ein wahnsinniges Mutmaßen von mir, sollte ich eigentlich auch nicht machen, aber das ist zumindest meine persönliche Empfindung. Also ich bin mir 1000% sicher, dass man im Fußball sehr gut dopen kann. Ob es getan wird, weiß ich nicht. Es gibt ein paar positive Fälle, die waren dann tatsächlich wie
wie Edgar gesagt hat, eher aus Blödheit oder dann hat mir jemand ein Haarwuchsmittel genommen, der keine Haare mehr hatte. Sowas ist dann vieles in die Öffentlichkeit gekommen und die wurden dann gesperrt. Ich persönlich glaube, dass man genauso wie in den anderen Sportarten, läuft man 12 Kilometer pro Spiel, das ist auch eine Ausdauersportart. Warum sollte man da nicht genauso mit EPO etc. dopen können? Ist meine Perspektive. Aber ist Doping nicht eher relevant in analogen Sportarten? Fahrradfahren, Laufen, Gewichtheben? Ich weiß es nicht. Aber da kann man das meine ich damit. Dopen wahrscheinlich. Also, bitte? Ja. Da kann man wahrscheinlich besser dopen, weil ich glaube, du... Gezielter vielleicht, ja. Genau, ja. Ich meine, so ein taktisches Verständnis oder Technik... Ist natürlich schwer zu dopen, da bin ich voll dabei, aber nochmal, wenn ich halt öfter trainieren kann, wenn ich weniger Regenerationszeit habe, dann ist das Mathematik am Ende, wie oft ich trainieren kann, wie oft ich gegen den Ball treten kann und damit erhöhe ich logischerweise auch die Wahrscheinlichkeit. Aber da würde ich auch gerne tatsächlich die Perspektive von Herrn Löhr mal hören, weil ich das auch wir haben da auch quasi in der Mannschaft öfter mal darüber diskutiert, genau aus dem Grund, weil wir eben überlegt haben, vor dem Spiel noch Epo zu nehmen. Nein, natürlich nicht, aber meine Meinung ist. Unsere unmaßgebliche Meinung als Journalist jetzt, also ich sehe es schon wie Sie, ich glaube schon, dass man sich mit bestimmten Dopingmitteln und Dopingmethoden Vorteile verschaffen kann, die einem auch als Fußballprofi oder überhaupt als Fußballspieler nutzen können. Ausdauer, man kann seine Kraft, man kann schneller aufpacken, Kraft, Muskelmasse und in der Regeneration kann es natürlich auch helfen. Also ich würde sagen, es kann auf jeden Fall nutzen, ob es betrieben wird, das weiß ich genauso wenig wie Sie und wie wahrscheinlich alle, außer die es dann machen, falls es welche gibt. Das muss man mal herausfinden, das wäre vielleicht auch mal eine Recherche wert. Herr Schütz, wie sieht es mit Amateurfußball aus? Genau, richtige Frage. Also ich sehe es eigentlich auch so genauso wie Jonas. Also möglich ist es, aber ich glaube, das ist also im Profifußball definitiv mehr, weil die Leistungsdichte ja da viel höher ist. Wenn ich im Amateurbereich, wenn ich da 7-0 verliere, da kann die Verlierermannschaft dopen, wie sie wollen. Die werden im Rückspiel dann auch nicht 7-0 gewinnen. Also da, irgendwo ist es immer noch ein Qualitätsunterschied, der einfach noch höher ist als im Profibereich. Und aber mal ein Aufputschmittelchen gibt es nicht bei Ihnen im Amateurbereich? Ein Red Bull vorm Spiel? Oder? ja, ein Aufputschmittel vorm Spiel. Also, ja, also Energy Drinks gibt es auch in der Halbzeit. Also das ist gar kein Problem. Ja. Ich meinte jetzt mehr sowas wie Ephedrin oder so? Nee. Also gehört habe ich schon, ja, aber dafür... Nee. Also bei nochmal... Kurz die journalistische Perspektive noch zu ergänzen zu dem, was Wigbert Löhr gesagt hat. Es gibt ja in der Vergangenheit, gab es schon mehrere Anhaltspunkte beim Thema Doping, dass im Fußball gedopt wird. Ich glaube, um die Frage geht es gar nicht so unbedingt, ne, sondern die Frage ist an die Dimension und wann. Ich erinnere nur mal kurz an ein paar Stationen des Dopings im Fußball. Juventus Turin wurde vor Gericht lange verhandelt, der ganze Dopingprozess rund um EPO bei Juventus Turin, das war in den 90er Jahren allerdings. Dann gehen wir in die 2000er Jahre, der Fall Fuentes. Fuentes hat vor Gericht zugegeben, dass er auch Fußballer gedopt hat. Und die 2010er Jahre, da wurde es dann plötzlich ein bisschen ruhiger. Ich will aber auch daran erinnern, dass bei vielen Dopingfällen meistens erst später die Sachen aufgedeckt wurden. Das ist ein ganz normaler Verlauf, dass erst später, nach der Karriere, oft Leute anfangen, darüber zu sprechen. Und die zweite besondere Sache im Fußball, der Fußball hat ganz spät erst angefangen, Dopingkontrollen einzuführen und hat dann noch viel später angefangen, die Dopingkontrollen so einzuführen, dass sie regelmäßig und überraschend sind. Und jetzt haben wir so langsam, würde ich sagen, überhaupt erst den Status erreicht, dass man zumindest rund um Spieler von richtigen Dopingkontrollsystemen wo es theoretisch jeder, ganz oben jedenfalls, in den ersten zwei Ligen, jeder kontrolliert werden könnte. Aber eine Sache, die jetzt ja gerade schon diskutiert wurde, die finde ich beim Thema Doping im Fußball sehr interessant, ist ja wirklich dieser Zeitraum, was passiert außerhalb der Spiele. Also nicht Doping fürs Spiel, sondern Doping, um schneller wieder fit zu sein nach einer Verletzung. Und dort wird ein Fußballer, der nicht Nationalspieler ist, in Deutschland nicht kontrolliert. Das ist auch für die Corona-Zeit nochmal ganz wichtig zu verstehen. Also in der Zeit, bevor
jetzt wieder der Spielbetrieb begonnen hat. Das hatte auch noch besondere Gründe, weil die Lada nicht in der Lage war, Leute zu besuchen. Aber unabhängig davon wurde kein einziger Fußballer über Monate lang kontrolliert. Es gab keine einzige Dopingkontrolle. Und das in einer Phase, wo quasi nach einem Kaltstart plötzlich in der englischen Woche gespielt werden musste. Also die Frage würde ich jetzt schon nochmal gerne in die Runde werfen. Aber was auch, können wir aber auch gerne wieder zu Schmerzmitteln überleiten. Ja? Also die Corona-Zeit gerade, der Anspruch für den Körper, der jetzt gerade besteht. Wie sind Ihre Positionen dazu? Ich glaube, wenn ich da jetzt mal beginnen kann oder beginnen darf, das ist, also ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das war ein sehr, sehr interessanter Kommentar, ich glaube von Anne Haug, ich weiß nicht, wer das war, aber die gesagt hat, es wird jetzt die Zeit sein, wo die meisten Athleten jemals dopen, genau wie aus diesen Gründen, weil man eben die Leute nicht besuchen kann, das war eine interessante Aussage, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ich sollte mal nachschauen. Jetzt im Fußball, man kannte sich schon relativ gut fit halten, glaube ich, in Deutschland, weil man eben raus durfte, man durfte relativ viel alleine machen. Das sind andere Voraussetzungen. Schwierig. Also, wie ich das mitbekommen habe, jetzt so auch aus den Hachinger Kreisen, die haben schon ganz schön viel trainiert in der Zeit. Also, für sich selber, haben super Pläne bekommen. Ob sich jetzt, ob das andere angespornt hat, zum Dopen. Mutmaßen, ausschließen kann man es mit Sicherheit nicht. Ich sage mal, das, meiner Meinung nach ist das größte Problem jetzt in diesem Restart, dass die Jungs alle keine fußballspezifische oder kaum keine fußballspezifische Konditionierung haben. Sie haben kaum im Mannschaftstraining gespielt, sie haben viele Abläufe gar nicht gemacht, die halt fußballspezifisch sind, und da sehe ich die Gefahr. Und da wäre natürlich es angebracht, zu helfen, glaube ich, vielleicht. Ne? Könnte ich mir auch eher vorstellen, wie jetzt während der Saison, ja. Also ich kann da mal, um ganz kurz einzuschalten, weil ich gleich ein Spiel bei der Zone kommentiere, Real Betis gegen FC Sevilla, und deswegen haben wir so ein bisschen die Statistiken verglichen, quasi vor Corona, nach Corona, und da ging es dann um Sprints pro Spiel, Distanz pro Spiel, so ein bisschen objektivere Daten, und tatsächlich sind in diesen allen 46 Spielen, glaube ich, sind bisher in der Bundesliga nach Corona mehr Sprints gelaufen pro Spiel, in 227, und davor waren es 220, und die Distanz pro Spiel war exakt gleich, 116 Kilometer insgesamt als Mannschaft. Das ist natürlich nur 46 Spiele nach dieser Zeit, man kann es natürlich nicht richtig bewerten, weil dann ein bisschen mehr Spiele gespielt werden, gerade wenn dann die vielen englischen Wochen kommen, aber das war zumindest so ein erster Ausschnitt von 3 Wochen, glaube ich jetzt, nach dem Start, weil man natürlich nur einen Vergleich nicht hat. Aber prinzipiell würde ich natürlich auch eher vermuten, dass durch eben weniger fußballspezifische Belastungen die Leute nicht ganz so fit sind. Aber schwer zu sagen. Ich war immer extrem fit, nach Vorbereitungen zumindest, weil wir einfach immer sehr, sehr viel, und ich auch ein sehr gewissenhafter Spieler war, war ich immer gefühlt sehr fit. Aber wir haben natürlich auch Testspiele gemacht etc. und haben Trainingsspiele gemacht. Aber die... Die Physios und Athletiktrainer sind natürlich auch inzwischen sehr, sehr gut, machen ganz, ganz viele Intervallsachen, kürzere Sprints, wie halt fußballspezifische Belastung eben simuliert werden soll. Aber ja. Das sind zumindest die ersten Eindrücke. Ich glaube, mindestens 2 Leute müssen uns jetzt so langsam verlassen. Ich will niemanden rausschmeißen, aber Jonas Hummels, Sie haben es ja schon gesagt, Sie gehen gleich noch zum Kommentatorenplatz im selben Raum, glaube ich. Ein Raum weiter, okay. Auf jeden Fall müssen Sie sich noch ein bisschen vorbereiten, bevor der Anpfiff gleich ist im spanischen Fußball. Deswegen schon mal vielen Dank, dass Sie jetzt sich auch mal Zeit genommen haben, schon für das Interview, für die Dokumentation und alle Veröffentlichungen, aber auch jetzt nochmal. Das ist super. Und Wigbert Löhr, Wigbert, du musst auch los, bist auf der Autobahn. Ja, du musst noch weiter. Ja, wir an der Stelle, sag doch mal einen Grund, warum du gerade unterwegs bist. Kann man darüber schon sprechen? Ja, wir machen einfach nochmal in der Sportschau am Sonntag einen Bericht zum Thema, und dafür haben wir heute noch 2 Interviews geführt und sind da noch so ein bisschen auf Strecke. Genau, also wir bleiben insgesamt am Thema dran. In der Sportschau am Sonntag gibt es dann schon mal was zu sehen. Und grundsätzlich sowieso. Jetzt die Frage an die restliche Runde. Haben wir noch ein bisschen Zeit, um noch ein bisschen weiter zu reden? Sonst, wir haben das am Anfang gesagt, jederzeit, wenn jemand jetzt los muss. Also danke schon mal, ja? Tschüss, danke. Ja. Ciao, ciao, danke euch. Ja. Tschüss. Ciao.
Ich weiß nicht, Herr Schmidt, wie es bei Ihnen aussieht. Haben Sie noch einen Moment Zeit, sonst sagen Sie es einfach und wir. Ich habe Zeit, ja. Ja, sehr gut. Dann können wir noch 2-3 Stunden. Vielleicht nicht gerade. Okay, also nein, wir haben am Anfang. Ein bisschen schwätzen. Ja, okay. Nee, wir hatten am Anfang nochmal gesagt, jeder, solange wir Lust hat und solange es auch noch Fragen gibt, okay. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch nochmal Fragen reinholen, weil wir jetzt gerade. Es ist ja auch wichtig, ja. Wir haben gerade eine eigene Dynamik gehabt, aber ich weiß nicht, Arne, hast du gerade so ein bisschen mitgelesen zufällig, dass du mal ein paar Fragen jetzt auf der Reihe nach abarbeitest? Genau, also ich würde jetzt mal einmal ganz kurz zurück, also weg von Corona, weg von Doping und so und eher zu der Frage, wie wir recherchiert haben und wie wir beispielsweise auch den Kontakt hergestellt haben zu Gerrit Schökel und wie das alles funktioniert hat. Also wir haben zwischen Dezember und März eine Umfrage aufgesetzt mit Hilfe des Crowd Newsrooms. Der Crowd Newsroom ist ein Projekt von Korrektiv, mit dem man relativ leicht Umfragen durchführen kann. Und diese Umfrage bezog sich eben auf Schmerzmittel im Amateurfußball. Und wir haben diese Ergebnisse der Umfrage dann als Grundlage genommen, um eben zu analysieren, wie groß das Ausmaß des Schmerzmittelmissbrauchs im Amateurfußball ist. Und da kam eine ganz wichtige Frage rein von Georg Haas auf Twitter gestern, die ich gerne mal beantworten würde. Also, es ist nicht so, dass wir sagen, dass diese Umfrage eine wissenschaftliche Studie ist, um Gottes Willen. Ja, also weder Jonathan noch ich sind Wissenschaftler, sondern wir sind Journalisten, die den Anspruch hatten, den Ausschnitt der Realität, so gut es irgendwie geht, abzudecken. So, und die Frage war nach dem Selection Bias in dieser Umfrage, das heißt, dass sich nur Leute ohnehin an dieser Umfrage beteiligen, die sich eh für Schmerzmittel interessieren und die dafür schon sensibilisiert sind. Ja, das können wir natürlich nicht verhindern und das haben wir auch in der PDF-Datei, die auf pillenkick.de zum Download steht, transparent gemacht, dass das nicht repräsentativ ist. Also das wollen wir nicht postulieren und auch nicht annehmen, weil das natürlich keine Studie ist, die wissenschaftlich durchgeführt wurde. Wir haben uns dann bei der Auswertung wissenschaftlich beraten lassen, das ja. Aber es ist natürlich schon so, dass wir da eine Umfrage haben, die das erste Mal sich das Thema überhaupt diesem Thema annimmt. Und es gibt keine wissenschaftlichen Erhebungen dazu. Das heißt, das ist jetzt die Datenlage, die wir haben. Und die Ergebnisse waren eben so, dass man sagen kann, okay, von den 1.142 Leuten, die teilgenommen haben, haben 80% Schmerzmittel genommen in der Karriere. Okay. Die wichtigste Info aber oder die wichtigste Erkenntnis für uns war, dass etwas mehr als die Hälfte tatsächlich den Grund angegeben hat, dass sie Schmerzmittel nehmen, um Schmerzen zu lindern. Das klingt jetzt erstmal als Fakt ganz nett, aber andererseits bedeutet das eben, dass etwa 40% oder 45% der Leute Schmerzmittel nehmen, um eben genau das, was Gerrit Schökel eingangs auch gesagt hatte und was mehrfach schon diskutiert wurde, vom Kopf her frei zu sein, ja, die Belastbarkeit irgendwie erhöhen zu können oder eben auch ganz klar hatten auch Leute angegeben, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Das heißt, diese Erkenntnisse waren für uns dann ganz wichtig und eben relevant, so dass wir dann eben auch darüber berichten. Und die andere Frage, die noch reinkam, war eben dazu, es war ersichtlich, dass es um Schmerzmittel geht. Klar, die war betitelt mit Schmerzmittel im Amateurfußball. Und so haben wir die auch beworben über Social Media, über Newsletter, über direkte Vereinskontakte. Also das ist mir wichtig, da nochmal diese kurze Einordnung gemacht zu haben. Und noch eine weitere Sache, die ich wichtig finde. Wir sitzen jetzt hier in einer Männerrunde. Also die ist noch nicht mal nur männlich dominiert, diese Männerrunde, sondern sie ist rein männlich gewesen. Das ist natürlich auch nicht gut und das wissen wir. Leider war es so, dass wir alle Gesprächspartnerinnen aus dem Fußball, die wir angesprochen hatten oder mit denen wir auch während der Recherche gesprochen hatten, heute nicht zur Verfügung stehen, aus welchen Gründen auch immer. Wir wissen natürlich auch, dass Mädchen und Frauen Fußball spielen und es von der Problemlage her dort ähnlich ist, was den Schmerzmittelgebrauch und Missbrauch dort anbetrifft. Und es ist für uns auch eine Aufgabe, dass wir uns diesem Thema widmen, ja, wie es im Frauenfußball aussieht, genauso wie das in den anderen Sportarten ist. Also diese beiden Punkte wollte ich gerade nochmal anbringen. Ich lege mal direkt mit einer Frage jetzt weiter, die gestellt wurde. Das Thema Trainer und die Rolle der Trainer. Da haben wir jetzt ja auch unterschiedliche Perspektiven dazu. Also die Frage, ich lese einfach mal vor, wie sie gestellt wurde von Andy B. auf YouTube. Ich kann mir vorstellen, dass die Trainer auch oft durch Leistungsdruck unbewusst dazu animieren, Schmerzmittel zu nehmen, durch Sprüche wie reiß dich zusammen und ähnlichen. Wie sind Ihre Erfahrungen, wie ist Ihre Position dazu? Soll ich anfangen? Also, ja. Ach so. Ja. Also, da viele aus meiner Mannschaft zugucken, werde ich diese Frage jetzt nicht beantworten.
Ja, nein. Also mal ja, so nochmal, aber trotzdem hat jeder eigentlich immer diesen eigenen Ehrgeiz entwickelt, das dann zu machen. Ja, also ja. Kann ich so jetzt nicht bestätigen. Und Herr Schmidt, Sie waren ja, Sie kennen ja beide Perspektiven, ne? Genau. Legen Sie. Ja, ich als Trainer bin der Meinung, dass man, also ich habe einen 20-Mann-Kader, 22-Mann-Kader, und ich bin kein Freund von Druck machen über oder verletzte Spieler spielen lassen, weil dann brauche ich den Spielern 12 bis 20 kein Vertrauen schenken, wenn ich auf einmal bei jedem sage, ey, du musst ja unbedingt Spieler spielen. Nein, ich bin da ein großer Freund des Kollektivs, des Teambuildings, des Teams generell. Und ich glaube, dass ein Team besser einen neuen Spieler aufnehmen kann, als eine Verletzung von einem Spieler zu kompensieren. Und deswegen bin ich kein Freund von Spielern, die verletzt spielen sollten. Und ich denke auch, das ist immer, und ich glaube auch, dass es heute nicht mehr so gesehen wird wie vor 20, 30 Jahren zu unserer Zeit. Ich glaube, dass heute schon die Trainer klüger sind, weiser sind und wissen, dass sie mit verletzten Spielern nicht lange Freude haben. Was uns auch mitgeteilt wurde, da beziehe ich mich jetzt aber wieder mehr so auf den Nachwuchsbereich, wo man nicht so richtig weiß, ob das jetzt im Amateurfußball bleibt oder Richtung Leistungsebene geht. Gerade so in den unteren Altersklassen, wo es die noch stärker Schlüsselspieler gibt, sage ich jetzt mal. Ja? Also den starken Spieler im Mittelfeld auf der 6er-8er-Position oder so. Vielleicht den überragenden Stürmer, der quasi einen absoluten Geschwindigkeits- oder Höhenvorteil hat im Alter, wenn es um andere Wachstumsphasen geht und so. Dass gerade dort uns mehrere berichtet haben, dass das schon immer noch ein Thema ist, auch im aktuellen Fußball, dass auf diese Person besonders ungern verzichtet wird und diese Personen sich vielleicht auch eher unter Druck gesetzt fühlen, ja, dass sie dann bei dem Spiel trotz Wehwehchen oder auch mit größeren Schmerzverletzungen doch noch irgendwie mit Schmerzmitteln auflaufen sollten. Wie würden Sie dann darauf reagieren, Herr Schmidt? Also Sie haben jetzt einen relativ großen Kader und dann auch noch die drei Spieler, mit denen Sie es jedes Mal rumreißen können. Was ist dann, wenn da zwei so mit Wehwehchen ins Spiel kommen? Also, da glaube ich, also ich persönlich war früher so, dass ich dass ich die Schmerztabletten, die Spritzen und selbst gesagt habe, ich will das. Es kam aus mir selbst raus. Ich wollte das so. Ich würde das aber nie von einem Spieler verlangen. Und da bin ich auch, das sage ich wirklich so, wie ich das jetzt auch, ich meine das auch so, wie ich es jetzt sage. Ich würde als Trainer, wenn es nicht geht, geht es nicht. Und ich glaube auch, wenn ein Spieler wirklich jetzt diesen Samstag spielen kann, noch nicht wirklich spielen kann, man macht spritzt ihn fit, dann habe ich ihn aber nächsten Samstag auch nicht fit. Also dann ist es mir lieber, ich versuche es, dieses eine Spiel ohne ihn durchzukommen, um dann am nächsten Samstag zu sagen, ey, jetzt bist du wieder 100% da. Weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr kurzfristiges Denken. Und ich glaube auch, dass das in der Bundesliga nicht mehr ganz so extrem ist. Klar, es gibt immer Schlüsselspieler, die sind unglaublich wichtig, aber man muss auch ohne sie auskommen. Zumindest mal ein-, zweimal muss das kompensiert werden, meiner Meinung nach. Und ich würde auch nie zu einem Spieler sagen, hör mal, du musst, weil so hat es bei mir nicht funktioniert als Spieler. Okay. Ich glaube aber bei Gerrit, ich habe das ja auch im Amateurfußball mitgekriegt, wo die Schlüsselspieler halt natürlich mehr herausstechen, dass das da eher der Fall ist. Aber in der Spitze selbst, glaube ich, sind doch heute, haben die Trainer, die Spieler oder die Trainer und die Physios, die Ärzte, sie haben mehr Verantwortung, sie übernehmen mehr Verantwortung. Das Umfeld ist viel klüger als zu unserer Zeit. Die Spieler sind klüger als zu unserer Zeit. Also sind aufgeklärter. Also ich glaube, vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ausschließen will ich es aber auch nicht. Also ich sehe es auch so, dass es echt im Amateurbereich, wo du dann diesen Neuner hast, der noch diese drei Tore in den letzten 10 Minuten schießen kann,
wenn den 10-mal am Tag gesagt wird, er ist gut und da muss er auch gut sein. Und diesen Druck dann standzuhalten und mit Schmerzen, tust du halt was dagegen, diese Schmerzen dann nicht zu haben. Ganz einfach. Ja. Und dann sagt auch der Trainer, hey, komm mal, wir brauchen dich, mein Freund. Ja. Ich habe noch eine Frage, die gekommen ist in den Kommentaren und die wir, glaube ich, Jonathan, wir beide beantworten können. Und zwar nach dem erschreckendsten Moment der Recherche, kommt von Simon. Für mich persönlich war das alles sehr eindrücklich, so was man erfahren hat. Aber eine Sache ist tatsächlich rausgestochen, und zwar ist das etwas, was ich noch nicht mal selbst recherchiert habe, sondern was über einen französischen Kollegen gekommen ist. Das taucht in dem Text auf der englischen Seite auf. Und zwar ist das der Fall von einem 18-jährigen Spieler, der nach einer Erkrankung, nach dem pfeiferschen Drüsenfieber, wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Bei Le Havre hat er gespielt. Samba Diop war sein Name. Und er ist dann nach einem Training, hat er sich behandeln lassen von seinem Mannschaftsarzt und hat sich ein Schmerzmittel spritzen lassen, Ketoprofen, gegen Schmerzen an der Hüfte. Und in der Nacht ist dieser Spieler dann im Krankenhaus verstorben. Und das war im April 2018. Und bis heute ist nicht genau geklärt, was der Grund dafür war. Also die Autopsie ist nicht eindeutig. Und der Anwalt der Familie kämpft heute dann noch für Gerechtigkeit, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Und das war für mich aus der Entfernung betrachtet, weil ich, wie gesagt, auch das selber nicht recherchiert hatte, aber so ein wirklich erschreckender Moment, dass das ursächlich dann eventuell zusammenhängen könnte, dass ein Spieler nach einer Injektion dann in der Nacht verstirbt. Also das war schon sehr erschreckend, das zu hören. Jonathan, wie war das bei dir? Okay, eine kurze Anekdote und dann eine ernsthafte Antwort. Der erschreckendste Moment war für mich letztes Jahr im Trainingslager. Arne und ich hatten uns ein paar Trainingslager aufgeteilt, der Bundesligisten, haben gedacht, da kommen wir gut mit den Spielern ins Gespräch, den Bundesligaspielern. Die haben ein bisschen Zeit, vielleicht auch abseits der Presseabteilung. Und ich hatte einen super Plan ausgeheckt, habe mir ein Mountainbike besorgt in den Alpen und von dort runtergeschaut auf die RB Leipzig-Spieler, die trainiert haben. Und die mussten immer nach dem Training über einen Berg rüberfahren, zurück zum Hotel. Und kein Pressesprecher drumherum. Und habe mich dann auf den Berg gehockt, und also auf am Anfang des Anstieges, und dachte, ich fahre mit denen einfach zusammen dann hoch und dann können wir ein bisschen quatschen. Und wenn es gut läuft, verschwinden wir dann quasi ein bisschen länger und können uns einfach ein bisschen über ihre Karriere unterhalten. Das Problem war, sie kamen dann an und sind alle einer nach dem anderen mir vorbeigezischt, weil sie Elektrobikes hatten. Das habe ich vorher nicht gesehen. Und ich war auf meinem einfachen Mountainbike unterwegs und hatte leider keine Chance, an irgendeinem dieser Spieler dran zu bleiben. Dann waren sie schon wieder weg. Jetzt aber nochmal kurz die ernsthafte Antwort. Es gibt eine Geschichte, die wir auch bei uns aufgeschrieben haben auf pnkick.de. Die findet ihr als zweite Geschichte. Die heißt von Ibo bis Tiledin. Es gibt einen Spieler, wir hatten auch gefragt, ob er heute dabei ist, ein Amateurfußballer, Felix Lennepar aus dem Sauerland, der, an dem man, glaube ich, ganz viel erzählen kann. Ich mache jetzt die Kurzversion. Der hat auch regelmäßig Ibuprofen genommen, damit er quasi auf der Amateurebene spielen kann. Mit einer Ibo 400 begonnen, dann mehrere Ibo 400, Ibo 800, mehrere Ibo 800, also quasi Dosis verdoppelt. Dann erst über mehrere Tage verteilt, dann jeden Tag, dann hat er es nicht mehr gespürt. Also die Ibos hatten keine Wirkung. Nach einer Zeit hat er dann angefangen, über Mitspieler hat er das damals bekommen, synthetische Opioide zu nehmen, Tiledin. Und auch da erst mit einer halben Dosis, und hat die synthetischen Opioide dann auch gesteigert mit einer ganzen Dosis. Bei dem Spiel, wo er das erste Mal gemacht hat, ist er auf dem Platz umgekippt und war mehrere Minuten bewusstlos und musste sogar ins Krankenhaus. Und so ging seine ganze Geschichte weiter. Das war noch nicht das Ende, das war jetzt nicht der Höhepunkt. Mit Felix Lennepar konnten wir uns wirklich oft unterhalten jetzt in den letzten Monaten, und lest auf jeden Fall mal seine Geschichte, die zeigt nämlich wirklich viel. Das wäre auch eine Frage, die ich nochmal in die Runde werfen wollte, zu Opioiden. Das hat uns jetzt auch, sowohl in der Umfrage war das ein Thema, das haben auch noch ein paar andere Spieler angegeben. Das ist ja so, wenn man jetzt mal so die Schmerztherapie sieht, aus medizinischer Sicht, ist das eigentlich nochmal eine ganz andere Dimension, der nächste Schritt. Da sprechen dann sozusagen die Fachleute von Stufe 2, glaube ich, ja, und dann gibt es noch die Stufe 3. War das bei Ihnen auch, haben Sie da auch schon Berührungspunkte mit gehabt, ja, auch im entfernteren Sinne, dass so nochmal Spieler gesagt haben, bei mir wirkt das Zeug nicht mehr, ich muss jetzt mal was anderes machen. Wie weit ging das? Ich weiß nicht, ob jemand darauf antworten kann, wenn Sie keine Erfahrung haben. Ja. Also
Also ich, wo ich diese Berichte gelesen habe, und dann war da echt schon dieser Wow-Effekt krass, also auch schockiert, da war ich dann echt schon schockiert. Also habe ich selber persönlich nie Berührung zu gehabt. Aber diese Steigerung von einer 400er auf zwei 400er bis hin dann zu 600er und wenn es immer ganz schlecht läuft, vielleicht eine 800er, wo du dann auch in der Halbzeit dann mal weggetreten warst, alles vorgekommen, aber das zu solchen Stoffen dann das habe ich echt noch, also das habe ich dann auch in dieser Reportage und in den Interviews dann gelesen, wo ich dann echt auch, sag ich mal, geschockt war auch auf jeden Fall. Also ich habe sowas in meiner Karriere nicht erlebt. Also ich habe, das ist logisch, dass wahrscheinlich manche stärkere Mittel nehmen, aber ab Stufe 2, da ist doch, hat mein Menschenverstand, hätte da gesagt, jetzt reicht, jetzt hör mal auf, da wird es richtig gefährlich. Also da hatte ich auch eine andere Einstellung auch, weil ich immer gesagt habe, Fußball, wie ich es eben schon erklärt habe, ist für mich ein Strategiespiel und ich muss strategisch denken, ich muss cool bleiben, einen klaren Kopf behalten. Gerade lebt der Fußball auch von der Ambivalenz, schnell ruhen, Feuer, also ruhig bleiben, Anspannung, Entspannung, schnell sein, langsam sein, das Spiel lesen und so. Und ich glaube, dass da war ich auch nie von überzeugt, auch dass das helfen könnte. Aber es wäre auch so gewesen, dass ich da wirklich Angst bekommen hätte. Ich habe gesagt, nein, das ist das wäre meine Grenze schon ganz klar. Okay. Eine weitere Frage, die wir gerne an die Runde weitergeben würden, ist die Frage nach der Verschreibungspflicht von Ibuprofen beispielsweise. Was würde sich verändern, wenn Ibuprofen nur noch mit Rezept vergeben würde? Würde das was verändern? Wäre das ein richtiger Schritt jetzt im Nachgang der Recherche oder ist das zu heftig? Herr Schökel, wie sieht's aus? Was glauben Sie? Nee, ist man so auch rangekommen, ne? Also ich glaube, ja. Das ist dann echt nur, also das hat echt, also im Amateurbereich auf gar keine, man kennt immer jemanden, der einen kennt, der da arbeitet, der hier arbeitet. Also wenn du willst, kriegst du es. Also da braucht man sich auch keine Illusion machen, dass man das erst nur kriegt, wenn man ein Rezept hat. Ja, es gibt auch andere Mittel. Entweder geht dann der Freund oder die Frau oder irgendeiner geht zum Arzt. Oder es ist auch so, dass die untereinander das Verhältnis sehr, sehr gut oftmals ist. Ne? Zwischen Ärzten und Spielern, zwischen Physios. Und das muss ja auch sein, weil es um ein Vertrauensverhältnis in diesem Bereich geht. Und da, wenn ein Spieler dann hingeht, ey, Doc, komm, ich brauche jetzt Ibuprofen, verschreibe das mal. Und dann sagt er, okay, was kann schon passieren, mache ich. Ne? Also so glaube ich schon, dass es dann funktionieren würde. Also das würde nichts bringen. Mhm. Wenn es geht, weiß ich, die Frau oder die Freundin vom Fußballprofi oder Amateurspieler zum Arzt, zum Doc. Es wurde noch gefragt, wie der DFB eigentlich auf die ganze Sache gerade reagiert. Das können wir auch noch mal kurz zusammenfassen und ich glaube, das ist sonst noch ein laufender Prozess. Also Reaktion stand jetzt war, dass der DFB-Präsident geäußert hat, das haben alle gesehen, die die Berichte bisher verfolgt haben, indem er sich besonders auf den Amateurfußball bezogen hat und gesagt hat, er ist schockiert von den Ergebnissen, er möchte dort Untersuchungen einleiten. Es gibt zwei Sachen, die der DFB jetzt erstmal konkret gesagt hat, nach Veröffentlichung der Recherche von Korrektiv in der ARD-Dokumentredaktion. Das eine ist, es soll eine Videoschulung geben, das ist quasi so das ganz kurzfristige. Toni Graf Baumann, das ist ein Schmerzmittelforscher, der sich mit dem Thema beschäftigt, soll das jetzt kurzfristig umsetzen. Da können wir mal abwarten, was da genau entsteht und wer diese Schulung zugeschickt bekommt und wie viele sich das anschauen und alles. Das zweite ist, sollen Gespräche begonnen haben mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und auch da muss man sehen, was das genau bedeutet. Ja, das ist jetzt die Frage. Vielleicht können wir die auch noch einmal diskutieren. Was kann denn der DFB überhaupt machen? So von ganz oben. Ja, welche, ich weiß nicht, ob Sie, Herr Schmidt, noch, wie weit Sie noch in Funktion sind innerhalb Ihres Landesverbandes oder so. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr in den aktuellen Stand.
Wie, aber Perspektive? Ich habe ja durch meine Ausbildung und durch mein Studium oder bin ich ja seit 15 Jahren schon sehr nah am Fußball dran. Ne? Und ich glaube schon, dass der DFB da gewillt ist, präventiv zu arbeiten, dass sie auch nachhaltige Konzepte entwickeln. Das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, wenn der Präsident schon selbst sagt, wir müssen da was machen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dort auch was passiert. Ne? Ich meine, der DFB hat, glaube ich, über 7 Millionen Mitglieder und da hat er schon irgendwo, übernimmt er schon Verantwortung. Auch mit diesen ganzen, generell mit diesen Konzepten, die der DFB hat, finde ich schon sehr, sehr gut, auch im sportlichen Bereich generell. Deswegen glaube ich, dass sie da was machen werden, ja. Man muss die Menschen fangen, damit sie zuhören. Also ich als Spieler hätte sowas gerne gemacht. Ich hätte mich da auch hingesetzt. Ich wollte auch wie Jonas bei jeder Operation immer genau wissen, was passiert. Ich habe mich immer mit den Ärzten aus... Ich meine, ich bin 11-mal operiert. Also eigentlich müsste ich schon zwei Semester Medizin haben. Also, aber das ist einfach so... Mich hat das immer interessiert. Ich war da auch einer, der über den Tellerrand rüber geschaut hat. Aber viele junge Menschen, glaube ich, die würden sagen, oh ja, schön, dass sie das jetzt machen, aber ich schaue mir es nicht an. Dann aber die direkte Frage an Herrn Stöckel. Also, wie wurden Sie bisher aufgeklärt und wo kam die Aufklärung? Hat der DFB irgendwo mal die Finger bis runter zu Ihrem Verein drin gehabt, im Landesverband oder so? Gab es irgendwelche Pflichtlektüren? Im Verein, irgendwas, wo über das Thema Schmerzmittel eine Aufklärung erreicht hat? Kann man ganz kurz beantworten, auf jeden Fall nicht. Also nein, es gab keine Aufklärung in jeglicher Form. Also nochmal, ich glaube, dass man da auch jetzt einen Denkanstoß gegeben hat und der musste jetzt auch einfach folgen. Und wie gerade schon gesagt wurde, ich glaube, dass der DFB eine riesen Strahlkraft hat, auch in der kompletten Gesellschaft. Weil wenn wir jetzt nicht nur über Fußball reden, sondern auch über andere Sportarten, wo dann bestimmt genauso ein Schmerzmittelmissbrauch herrscht, dass dann da genauso eine Aufklärung stattfinden muss. Aber dass es jetzt passieren muss, das ist klar. Aber in welcher Form auch immer, da übersteigt meine... Dann vielleicht, weil wir uns der 90. Minute und damit auch der Nachspielzeit nähern, eine allerletzte Frage, Jonathan, wenn du keine mehr hast. Und zwar von Herrn Schmidt und Herrn Schökel. Bitte möglichst kurz in einem Satz, was würden Sie nach den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, jüngeren Fußballspielerinnen und jüngeren Fußballspielern raten, was den Umgang mit Schmerzmitteln angeht? Herr Schmidt, bitte zuerst. Boah, kann gerne nicht anfangen. Ich muss noch ein bisschen überlegen. Ich hätte auch gerne weitergegeben. Okay. Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Es muss jeder damit selbst klarkommen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich kann viele Sachen sagen in Form von Jungs. Wenn ihr Profi werden wollt, dann müsst ihr auch in der Schule gut sein, heute, um die Komplexität zu verstehen, des Spiels etc. Aber ich bin kein Mahner, der sagt, ey, hör mal, Junge, das darfst du nie machen. Dafür habe ich es selbst gemacht. Und ich kann da wirklich auch aus meiner Vergangenheit, bin ich auch nicht der richtige Mann, glaube ich, dann da zu sagen. Ich könnte höchstens sagen zu Jungs, ich finde es heute nicht gut, aber damals habe ich es auch gemacht. Alles andere wäre gelogen. Ja, also ich sehe es genauso. Also wenn man sagt, nein, mach es nicht, ich glaube, dann wird es echt erstmal interessant. Wie alles, was man verbietet, das wird ja dann in irgendeiner Form dann ja auch interessant. Viel reden dann auch in meine Geschichte dann zu erzählen oder dann eure Geschichten dann mal näher zu bringen. Aufklärung, also auch da Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und halt, es ist auch nicht verboten, mal mit einem Auer zu Hause zu bleiben. Ne? Also es ist, wie gesagt, dass man diesen Druck auch bei jungen Spielern einfach auch mal wegnimmt und sagt, alles klar, dann geht's einfach diese Woche nicht. In diesem Sinne... Was ich noch gut finden würde, wäre, dass die Vereine, die Verantwortlichen sich mehr Gedanken drüber machen. Wie gehen sie mit den Jugendlichen um auch Sachen, die passieren, wie es haben sich auch schon ein paar Jungs umgebracht,
einer hat es ja hängend in einem Verein, da wurde das halt so stillschweigend hingenommen. Man konnte nie, natürlich kann man nicht sagen, er hat sich wie ein Fußballer hängt oder so, aber da finde ich, wird zu wenig reflektiert generell, auch in Sachen Schmerzmittel etc. Da würde ich mir mehr Bewusstsein wünschen bei allen Verantwortlichen. Ich glaube, da kann ich auch für meinen Kollegen Jonathan Sachse sprechen, was diesen Wunsch nach Aufklärung angeht. Das würden wir auf jeden Fall auch teilen, nach den Erfahrungen, die wir während der Recherche gemacht haben. Und ich habe es eben schon mal angedeutet, wir kommen langsam zum Ende. Wir sind jetzt in der Nachspielzeit, in der absoluten Nachspielzeit. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich erstmal zu bedanken bei Edgar Schmidt, der sich trotz der technischen Probleme dann noch zugeschaltet hat, von seinen Erfahrungen berichtet hat als ehemaliger Profi und Trainer. Herr Schmidt, vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren. Gern geschehen. Pass gut auf euch auf. Gleichfalls, gleichfalls. Bedanken wollen wir uns auch bei Gerrit Schökel. Erstmal, dass er dem Jeweschen Wochenblatt seine Geschichte erzählt hat und dass er uns heute Abend noch ein bisschen im Detail über seine Karriere, über seine Herangehensweise im Umgang mit Schmerzmitteln erzählt hat. Vielen Dank, Herr Schökel. Sorry. Dankeschön, vielen Dank. So, dann bleibt mir nur noch ein Verweis, und zwar auf die Seite www.pillenkick.de. Da haben wir alle unsere Geschichten zusammengefasst. Dort finden Sie auch Kontaktmöglichkeiten, um uns E-Mails zu schreiben, um uns Feedback zu geben für die Geschichten, für die Recherche an sich. Am Sonntag läuft in der Sportschau noch ein Follow-up-Stück zum Thema Pillenkick, also zum Thema Schmerzmittelmissbrauch im Fußball. Da auch gleich der Programmhinweis drauf. Und falls Sie sich für das Thema generell interessieren und auch weitere Informationen dazu haben wollen, wir geben in Zusammenarbeit mit Jonathan, gebe ich den Newsletter heraus bei Korrektiv. Der lässt sich abonnieren auf korrektiv.org/newsletter/fußballdoping. Und dort gibt es weitere Informationen und Themen, was Gesundheit im Sport betrifft. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an die Runde. Und vielleicht bis bald. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.